Die Eishockey-Show wird euch präsentiert von Magenta Sport. Hallöchen, hier ist die Eishockey-Show. Wir freuen uns. Das ist die letzte Ausgabe für das Jahr 2022 und dementsprechend, liebe Eishockey-Fans, gibt es heute hier bei uns live bei Magenta Sport den großen Jahresrückblick. Wir gucken auf das, was uns das Jahr gebracht hat. Hoffentlich ein bisschen was. Wir gucken auf das, wo das Jahr vielleicht auch ein bisschen ein Riesendrecksack war. Und wo ich gerade drüber spreche, Rick Goldmann ist auch da. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Hier in das kleine, feine, ehemalige Fußballstudio. Aber die WM ist vorbei und deshalb jetzt volle Lotte wieder Eishockey hier in unseren heiligen Hallen. Ich merke, wie du begeistert bist, weil du ja zeitlang weg warst. Ja. Deshalb auch erstmal von uns wieder herzlich willkommen zurück. Aber nochmal natürlich ein kleiner Award für diese wunderschöne Fußball-WM. Was ist das Ding? Der ist auch Sascha B. Andermann. Wunderschön. Mit moderiert hat und viele Stunden uns Wärme geschenkt hast. Ja, mehr WM an unserem Liebling. Ja, mehr WM geht nicht, das stellen wir direkt mal hier hin. Vielen Dank dafür. Award wird heute übrigens auch ein Thema sein. Wir werden nämlich den ein oder anderen Award verteilen, denn die Eishockey-Show hat ein paar, wie sage ich mal, besondere Awards. Ja. Auszeichnungen, kann man auch sagen. Kann man sagen. Ja. Frei übersetzt, sagen wir Auszeichnungen. Für besondere Verdienste rund um das deutsche Eishockey. Wir sind ja auch schon prämiert worden in diesem Jahr, was uns ja besonders freut, den Xaver-Unsinn-Preis. Aber wir können auch geben. Das ist wichtig. Man muss auch geben können, gerade in diesen Zeiten rund um das Fest. Und dementsprechend verteilen wir heute nicht ganz humorfrei ein paar Awards. Und wir sprechen natürlich mit ganz vielen Leuten. Aber bevor wir mit denen sprechen, sprechen wir erstmal mit dem, der hier noch dabei sitzt. Denn wir freuen uns, dass auch er das Memo bekommen hat rund um das Outfit heute zur Weihnachtsshow. Mike ist da. Ja, grüß euch. Ja, wie gesagt, das Jackett ist einfach noch in der Produktion hängen geblieben, weil ich wollte das auch als Polo-Jackett haben, aber das ging nicht so schnell. Aber ja, freut mich auch. Die Awards des Jahres, da werden ein paar Highlights mit Sicherheit dabei sein. Dann fangen wir doch direkt mal an, bevor wir dann auch Richtung Thema kommen und uns natürlich auch nochmal unseren Fans da draußen widmen, die immer, wie gesagt, mitmachen können, hier auch in diesem Part der Eishockey-Show. Mikey, vorneweg, was ist dir so bislang hängen geblieben vom Jahr 2022? Hast du ein Highlight? Ja, einiges, aber ich glaube, das größte Highlight war, dass die Fans wieder alle rein durften und die Hallen voll waren. Ja, ja, ich weiß, ich bin der sentimentale Typ. Ja. Ja, aber das ist, mit Fans macht es halt immer am Ende mehr Spaß, ne? Sind wir ehrlich. Das ist richtig. Es macht mehr Spaß und es macht auch Spaß, sich auf diese Sendung zu freuen. Ja. Auf die ich mich ja seit 4 Wochen jetzt freue. Weil es die letzte in dem Jahr, deswegen weiß man, es kommt nichts mehr. Es kommt nichts mehr. Ja, deswegen macht es allein deshalb schon Freude. Es kann auch nicht mehr besser werden, das ist das Gute. Das kann man jetzt schon sagen, es wird wahrscheinlich die beste Sendung des Jahres, weil die anderen, ich war überall dabei, die waren nicht so. Nicht so? Nicht so. Nicht so. Kommt noch ein Wort, oder? Nee. Wobei, das Beste war sicherlich letztes Mal der Nikolaus. Und wenn wir Glück haben, kommt vielleicht heute auch nochmal der Weihnachtsmann. Oh. Aber wir haben fantastische Gäste. Ja. Aber bevor wir da hinkommen, vielleicht noch mal ganz kurz, du warst ja zeitlang nicht da, aber es hat sich nichts geändert. Wie ist der Ablauf so? Es hat sich nichts geändert. Habt ihr das Ganze so ein bisschen im Unfriendly Takeover jetzt an mir vorbei moderiert? Oder? Haben wir tatsächlich. Wenn du wüsstest. Haben wir tatsächlich. Es hat sich nichts geändert. Es gibt immer noch die YouTube-Kommentarleiste. Sehr gut. Die auch so heißt. Da die YT-Kommentarleiste, wie sie immer am Ablauf steht. Da können die Leute mitmachen. Und das ganz Tolle und das Besondere auch für dich ist natürlich, wir haben ein Telefon, wo die Leute Sprachnachrichten schicken können, wo sie auch vielleicht Bilder, wie sie das miterleben, diese Weihnachtsfeier von uns vielleicht daheim auch gesellig am, weiß ich nicht, am Ofen oder am Kamin, wie man es nennt. Auf dem Bärenfell. Vielleicht auch das. Weiß ich nicht, aber du weißt die Nummer sicherlich noch auswendig von diesem Telefon. Ja, selbstverständlich. Und die wird deshalb auch gerade eingeblendet. Ich gucke darüber komplett raus aus der Kamera, damit ich es lesen kann. 0175-6817248. Guck mal, sie war mir kurz entfallen und schon ist wieder alles da. Das ist manchmal so, bei einer älteren Festplatte. Also wir freuen uns da auf eure Teilnahme und einfach auf eure Meldungen rund um das Eishockey-Jahr 2022. Was hat euch denn bewegt? Was war euer Highlight? Wo sagt ihr, das sind Momente, die werde ich nicht vergessen? Oder hoffentlich habe ich sie vergessen. Aber jetzt erinnert ihr euch wieder, weil wir bei der Eishockey-Show dabei sind und ihr wollt eben uns teilhaben lassen an euren Gedanken. Aber ist natürlich auch wichtig, es darf auch ruhig mal was Negatives sein. Also in allen Facetten ist ja alles erlaubt. Viel Jubel, viel Lob und auch mal Kritik. Hauptsache, ihr seid gut vorbereitet. Okay. Hast du dich vorbereitet?
Gestern habe ich ungefähr 20 Kolbe gesoffen. So, womit wir schon bei der Einleitung zu dieser Sendung waren. Denn auch diese Sendung hat ja eine Vorbereitung. Wir haben ja schon gewichtelt vor dieser Sendung. Deswegen stimmt das mit der Vorbereitung auch, was er gerade gefühlt hat. Wir haben schon gewichtelt, liebe Eishockey-Fans, vor dieser Sendung. Wusste natürlich keiner, was er bekommt, also beziehungsweise auch nicht von wem. Das ist ja der Sinn des Wichtelns, habe ich mal so gelernt. Ich weiß nicht, ob das immer so gemacht wird noch im Jahr 2022. Und ich kann zum Beispiel mal sagen, ich habe mich total gefreut, ich habe ein sehr persönliches Geschenk bekommen. Einen Kalender rund um die Eishockey-Show. Ich zeige das mal, wo soll ich das hinzeigen? Da so, ne? Sieht man auch gut. Genau. Also natürlich 12 Monate, macht Sinn bei einem Jahr. Audiokommentar, da sind unterschiedliche Bilder von der Eishockey-Show drin. So. Ich zeig das schon mal eins. Für die Podcast, ja, für die Podcast-Zuhörer. Da, ach so, das muss ich auch immer noch sagen. Zuhörer, ja, richtig. Genau, also es sind ganz viele Bilder hier, sehr persönlich und sehr schön. Und meistens sehe ich dich dumm lachen. Ja. Mikey hat in allen verschiedenen Outfits, die er hat, die drei, sind hier auch abgebildet. Wenn ich das mal zeigen darf, Mikey, so viel Verarsche muss sein. Das ist ja keine Verarsche, das stimmt. Nein, nein, außerdem weiß ich ja, dass dein Bärenfell ein bisschen was ab kann. Also sehr nett, vielen Dank dafür. Ich weiß ja nicht offiziell, welcher Mr. X mir das jetzt geschenkt hat, aber es ist auf jeden Fall mega und es wird in meinem Arbeitszimmer einen besonderen Platz bekommen. Das ist auch noch übrigens eins meiner Lieblingsbilder hier. Rick mit seiner Kamera. Radioaktiven Kamera. Sehr schön, also danke dafür. Vielleicht zeigen wir auch nachher noch, was du bekommen hast. Aber ja, das ist einfach eher so ein Höhepunkt. Das würde ich jetzt so als Teaser noch mal schieben nach hinten, weil das Beste Sommer ja immer am Schluss ja, machen. Und wir haben einiges zu verschenken, auch in dieser Sendung. Es gibt wunderschöne Geschenke, die uns zum Beispiel die Straubing Tigers geschickt haben. Da, du sitzt schon dran, kannst du zeigen. Soll ich mal rüberrollen hier so? Ja. Guck mal, da ist das Trikot. Warte, ich kann es ja auch mal vom Kühlschrank runternehmen. Ich habe das ja hier so ein bisschen dekoriert. Also, wir haben zum Beispiel ein schmuckes Trikot der Straubing Tigers, wie du richtigerweise gesagt hast. Von der Champions Hockey League Jersey. Und dazu gibt's, und die sind wirklich geil, so Bieruntersetzer. Und wenn man das Bier draufstellt, dann leuchtet das Licht und dann ist auch sieht noch hier, oder? Das Getränk beleuchtet. Also gut, dafür müsste man einmal Licht aus. Einmal Licht aus. Oh. Eigentlich hieß ich mal Magic, aber scheinbar. Langsam. Guck mal. Jetzt schau an. Könnte man jetzt vielleicht sehen, dass. Ja, hier leuchtet nichts. Ja, man sieht's. Es kommt von unten. Es kommt von oben. Ja. Wie eine Kerze. Aus der Tiefe, oh Herr, rufe ich zu dir. Was? Der heiligen Schein unserer Getränke. Ja. Das ist, und da gibt's natürlich auch noch von Dumpin' Chase ein Abo. Und da will ich sagen, es gibt nicht nur ein Abo, es gibt nicht nur die aktuelle Ausgabe, sondern es gibt auch noch, man darf bei der Redaktionssitzung mit dabei sein. Genau, und sich ein bisschen beteiligen bei einem Thema, wo man vielleicht dann auch redaktionellen Input liefern kann. Also für alle Eishockey-Fans sicherlich eine coole Sache. Da sieht man, wie so ein Magazin entsteht. Und ansonsten kriegt man natürlich, logischerweise, alle Ausgaben im Jahr 2023 von der Dumpin' Chase. Aktuelle Ausgabe mit Matthias Plachter. Der es ja auch verdient hat, auf dem Titel zu sein, absolut. So wie er performt aktuell. Da ist noch ein Peterka-Foto, also so ein Poster mit drin. Da ist immer so ein Doppelposter. Ja, da hat einer rausgenommen schon. Guck mal, hat einer geklaut. Das hängt schon irgendwo. Das hängt hier bei uns in der Redaktion. Hier habe ich noch ein wichtiges Bild, dazu kommen wir aber später. Mhm. Denn wir haben Gäste. Genau, wir haben coole Gäste. Wir freuen uns auf den DB-Sportdirektor, auf Christian Künast, der uns zugeschaltet sein wird. Ich glaube, er unterbricht sogar kurz für uns den Urlaub. Und wird uns zur Verfügung stehen und natürlich mit uns quatschen. Colorado. Ja, genau. Und wird uns dann hoffentlich Auskunft geben darüber, wie denn so die Bundestrainersuche läuft. Denn das ist natürlich das Thema, was die Eishockey-Fans rund um den DEB aktuell bewegt. Und es gibt auch schon die erste Frage in Richtung Künast in unserer schönen YouTube-Kommentarleiste. Und zwar, ob Künast heute in der Sendung den neuen Bundestrainer bekannt geben wird. Ja, ich gehe davon aus. Das ist natürlich jetzt der Teaser für alle. Es ist dranbleiben, ja, weil... Er wird es tun, weil, was er noch nicht weiß, wir haben ihn für ihn gefunden. Und das deshalb muss er den ja heute bekannt geben. Ja, letzte Woche, nicht für letzte Woche, bei der letzten Sendung. Aber das Bild, glaube ich, habe ich nicht mehr. Wir haben nicht nur Christian Künast übrigens heute, sondern wir haben auch Nico Sturm und Patrick Reimer, der relativ überraschend vor 2 Tagen seinen Rücktritt aus der Deutschen Eishockey-Liga nach dieser Saison bekannt gegeben hat. Genau, und deshalb freuen wir uns, dass er morgen wird, glaube ich, gespielt mit Nürnberg. Ja. Aber er hat heute Abend noch ein bisschen Zeit nach dem Abendessen. Und deshalb wird er uns Rede und Antwort stehen und uns erklären, wieso, weshalb, warum und ob vielleicht noch der Rücktritt vom Rücktritt kommt. Glaube ich eher weniger, aber... Ist ja erst 40. Haben wir denn eine Umfrage auch noch? Bei mir steht hier entweder zu Berlin oder wer so ein neuer Bundestrainer wäre, ist wahrscheinlich eine Vorbereitung. Nein, das ist falsch. Hast du deinen alten Ablauf ausgedruckt. Aber gut. Es geht natürlich, das habe ich ja auch schon gesagt, darum, was ist euer Highlight des Jahres? Das ist natürlich die Umfrage. Ja. Da kam auch schon die erste WhatsApp-Nachricht über unsere Nummer.
Ja, erzähl ruhig. Matthias hat geschickt, sein sportliches Highlight war das Foto mit Nico Sturm. Oh ja. Und dem Stanley Cup, Lord Stanley, in Augsburg. Und sollen wir direkt zur Umfrage weitergehen, oder was? Ja, mach mal. Du hast so gerochen. Ja, ich rieche so ein bisschen, es riecht hier noch so, deshalb gucke ich mich gerade noch um hier, auch bei dir, es riecht noch so ein bisschen nach Fußball hier. Weil das Studio war ja fremdgekapert für die WM von den Gurkbrüdern bei der Reaction Show. Und hier war ja alles mit Fußballutensilien, aber ihr habt das gut gemacht. So viel Nähe habe ich noch nie erfahren von dir. Ja, ich war so ein bisschen verwirrt. Ich habe nur so einen leichten Fußballgeruch hier drin gehabt. Ganz kurz, um zur Umfrage... Riecht eher nach saurer Gurke. Um zur Umfrage zu kommen, zu unserem Inhalt der Sendung. Was war euer Eishockey-Highlight des Jahres? Stimmt ab. War es was anderes? Wenn etwas anderes es war, dann schreibt es gerne in die Kommentarleiste und dann schauen wir, was es so war. Was war es von euch beiden? Mich habt ihr ja schon gefragt, was mein Highlight war. Was war euer Highlight? Gott, fang du an. Ich habe schon gesagt, der Nikolaus. Ja. Und das Essen hier. Davon habe ich ja nichts bekommen. In der das Essen in der Eishockey-Show. Hat's Eddie auch mal warmes tatsächlich Essen? Ich bin heute, und jetzt nach so 11 Minuten können wir auch erstmal so ein bisschen einen Inhalt machen. Ich bin tatsächlich heute Nachmittag auch da gesessen, weil ich natürlich diesen Jahresrückblick ein bisschen vorbereitet habe. Und manchmal geht es ja dann auch, wenn so eine WM vorbei ist, dann weißt du zwar, die haben eigentlich ganz gut gespielt, Viertelfinale raus. Aber da muss man doch noch ein bisschen in die Tiefe gehen und sich das eigentlich auch anschauen, damit man es dann auch präsent hat. Aber es hat jetzt nicht so einen Punkt gegeben, wo ich sagen würde, das war es wirklich. Also nur das hat mich beschäftigt, sondern ich glaube tatsächlich, dass es ja zum Teil ein schwieriges Jahr war, wie du auch gesagt hast, am Anfang der Saison, als dann Corona nochmal gekommen ist und in manchen Bundesländern auch die Fans weniger waren und du hast dieses Corona-Thema mitgezogen, auch in die Halle, im Eishockey war es irgendwie so. Dann hast du eine Meisterschaft gehabt, die dann aber wieder vor Fans normal stattgefunden hat, eine Weltmeisterschaft wieder vor Fans. Dauert also, länger, weil dann trinke ich kurz was. Es war für mich nicht so ein Highlight, sondern ich glaube, dieser Prozess, wie sich es wieder in die Normalität bewegt hat, soweit es geht, das war es eigentlich, glaube ich, für mich. Also war der Prozess dein Highlight? Ja, die Entwicklung. Auch dein eigener Prozess im Jahr oder nur der Eishockey-Prozess jetzt? Das ist jetzt... Geht das zu tief ins Philosophische? Das sind echt tiefgründige Fragen. Ja, ich sitze hier auf einer Psychologen-Couch jetzt mittlerweile. Ja, da musste ich dann mich hinlegen, wenn du so weitermachst. Aber ich muss, wenn du mich jetzt so direkt fragst, muss ich schon sagen, dass ich eigentlich ganz zufrieden bin mit meinem Jahr und wie ich auch damit umgegangen bin. So insgesamt. Ah, nee, das wollte ich nicht. Aber okay. Ach so, nee, okay. Doch, nicht so tief. Wenn du dich da hinlegen würdest und der Mike setzt sich hier, dann kann er auch noch 120 Euro in Rechnung stellen, glaube ich, wenn er dich gleich therapiert. Ja. Falls du mein Highlight auch noch wissen willst, ja ist das so? Ansonsten quatsch ich trotzdem drauf. Bitte. Also mir hat aus internationaler Sicht die WM sehr gefallen, weil die deutsche Mannschaft, kommen wir auch gleich noch zu, da natürlich zeitweise überragend performt hat mit, ich glaube, dann auch mal 6 Siegen am Stück. Also da waren wir ja kurz davor, mal Gruppenerster zu werden. Das hatte man ja so oft nicht. Also für alle wegen der WM, es geht um Eishockey, nicht jetzt um Fußball. Ja, genau. Ich bin schon wieder komplett im Eishockey-Tunnel. Ich kann da echt gut switchen. Es geht ganz schnell. Schon bin ich wieder da! Kurz vorm Abheben haben wir mich nochmal runtergeholt und wieder zurückgebracht, wo er hingehört. Und das andere, was ich noch so ein bisschen im Kopf war die Meisterfeier von Berlin in München. Also diese Freude von so Spielern, wenn sowas abfällt nach einer ganzen Saison, wenn du dann da stehst und hast diesen Titel gewonnen, das sind dann immer, wenn man so an der Seite steht und auf die Jungs guckt, irgendwie so besondere Momente, weil du weißt, die haben ein ganzes Jahr gearbeitet und eine ganze Saison gearbeitet und auf einmal ist da nur noch Freude, da ist nur noch Strahlen und irgendwie es fällt so alles ab und sie können einfach alles genießen. Das ist cool, irgendwie zu sehen immer, weil es ja... Das ist, wofür du als Sportler arbeitest. Da gebe ich dir recht, wobei, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da ist es also bei mir jetzt auch relativ wurscht, wer es gewinnt, weil du bist ja in diesem Prozess dabei, wie das dann auch entsteht. Genau. Und du siehst es natürlich auch und in dem Moment ist natürlich die Freude da, aber auch das Gefühl für den der Unterlegenen. Also ich meine, das ist ja bei Weltmeisterschaft genauso, auch wenn die Deutschen zum Beispiel raus sind, dann schaust du das an bis zum Ende oder kommentierst das bis zum Ende. Und dann hast du einen Weltmeister, der dann sich freut und irgendwie ist das ein sehr spezielles Gefühl, weil du weißt, in dem Moment ist es aus. Sowohl für dich selber, wie auch für die ganze Saison. Aber natürlich ist das ein so emotionaler Inhalt, wo die Freude dann von denen rauskommt. Ja, ich wollte das jetzt auch gar nicht auf Berlin. In dem Fall war es Berlin, berechtigterweise, weil sie dann über die Saison die beste Mannschaft waren. Sonst gewinnst du es logischerweise auch nicht. Aber das ist immer ein sehr schöner Moment, weil wir das eben, wie du schon richtigerweise sagst, dann ja auch von Spieltag 1 bis zum letzten Bulli und bis zum letzten Tor immer mitverfolgen. Dafür sind wir da. Ja, keine Ahnung. Ja. Aber apropos, es kam auch nochmal von Kalti über WhatsApp rein, was für ihn auch das Highlight war auch wieder das erste Spiel in der Saturn Arena, also wohl ein Ingolstadt-Fan, will ich mal behaupten. Ja. Als es wieder dunkel wurde, die ersten Trommelschläge kamen, war absolute Gänsehaut für ihn. Mhm. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
Okay, ich mache jetzt hier mal ganz kurz auch meinen Rechner auf, damit ich natürlich auch diese YouTube-Kommentarleiste sehen kann. Das habe ich ganz vergessen. So geht's ja nicht. Da ist er drin. Dann gibt's eine Geldstrafe. So, da ist er drin, ne? Besser als eine Gefängnisstrafe. So, wie lange brauchst du dafür? Dauert ein bisschen. Ich muss jetzt erstmal hier den Kanal aufsuchen, aber ich mach's gleich. Magenta Sport heißt ja, das. Ja, ist doch richtig. Hier bin ich doch, oder nicht? Ja, ja. M-A-G-N. Oh, vertippt. Es dauert ein bisschen. Ich kann nicht unter Druck jetzt hier. Spiel doch in der Zeit mal die Top 10, Goldi. Aber wir können schon mal anfangen mit unserem Jahresrückblick. Auf geht's. Genau, jetzt geht's direkt los mit unserem Jahresrückblick. Da hast du vollkommen recht. Danke für das Stichwort. Jetzt kommt der Jahresrückblick. Genau, hast du ja was abgeschaut in der Moderation die letzten paar Wochen. Hast du mal geschaut, wie das geht. Ich schlag kurz um. Man muss auch ab und zu mal ein bisschen was stehen lassen, habe ich mir sagen lassen. Ne? Man muss Dinge auch wirken lassen. Mhm. Womit würden wir anfangen? Ich würde behaupten, wir fangen an mit Olympia 2022. Weil das jetzt so im Jahr natürlich dann relativ früh kam. Wir wollen jetzt auch nicht jeden einzelnen Monat durchgehen, sondern verschiedene Highlights, Events, die uns irgendwie so ja, auf dem Schirm geblieben sind. Olympische Spiele sind natürlich jetzt nicht besonders positiv hängen geblieben für die deutsche Mannschaft. Waren extrem viel Erwartungen dabei. Wir wissen das, Halbfinale bei der WM im Jahr zuvor, ne, mit Platz 4. Erwartungshaltung von außen, aber glaube ich auch von innen. Und dann war es irgendwie so ein Turnier gefühlt, wo keiner so ins Rollen gekommen ist. Oder wo die Mannschaft nicht ins Rollen gekommen ist. Ne? Wo man wenig Highlights setzen konnte, spielerisch. Ich glaube, das muss man schon so zusammenfassen. Also wenn man ja auch Söderholm vielleicht, zu dem wir später noch kommen, wenn man das so anschaut, war das vielleicht ein Rückschlag, der einzige Rückschlag aber auch, wahrscheinlich in seiner Bundestrainerkarriere. Und tatsächlich, im Nachhinein kann man definitiv, glaube ich, schon sagen, dass die Mannschaft vielleicht sich auch nach außen vor allem zu viel Druck aufgebaut hat. Gegen Kanada das erste Spiel hat man verloren, dann hat man knapp gegen China gewonnen. Mhm. Gegen die USA dann verloren, man ist Gruppendritter gewesen, 6-10 Tore. Du hast es angesprochen, es sind nur 3 Spiele gewesen, man hat nie das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft so wirklich ins Rollen kommt. Und diese Sachen, die wirklich sehr gut funktioniert haben, zum Beispiel in internationalen Turnieren zuvor, Weltmeisterschaften, war, man hat eine sehr gute Schusseffizienz gehabt. Die war extrem schlecht da. Da war man nur Elfter mit 5,5%. Das Powerplay hat nicht funktioniert. Da war man auch nur Elfter mit knapp über 10%. Also es hat keinen Spieler gegeben, der 2 Tore oder mehr hat. Da hat sich auch keiner so wirklich in den Vordergrund gespielt. Also da muss man schon sagen, insgesamt, glaube ich, war die Weltmeisterschaft auch von der Spielweise her und dann auch mit dem Abschluss gegen die Slowakei im Achtelfinale. Das war es, glaube ich, auch, ne? Dass das so deutlich war. Und dann bleibt ja das auch als letztes immer als Bild oft hängen. Ne? Genau, das war einfach so. Ich glaube, das ist jetzt eine Zeit lang her, das muss man so auch so hart einordnen. Ich glaube, da hat sich die Mannschaft auf der einen Seite unter Wert geschlagen. Aber ich glaube auch, dass das viel einfach schon auch mental zu tun gehabt hat, weil man sich viel Druck auferlegt hat, weil man vielleicht auch zu viel wollte, wenn man dann mit dieser Lockerheit reingegangen ist. Und letztendlich war es so, dass Finnland es versteht, dann gegen Russland das Finale zu gewinnen und die Finnen ja auch Olympiasieger geworden sind. Dritter ist die Slowakei geworden, die sind wirklich hängen geblieben, das muss man ganz klar sagen. Das war ein Highlight, nicht nur wegen Slavkovski, der da in den Spielen 7 Tore erzielt hat, sondern dass sie sich dann nach vorne gespielt haben, um welchen Jubelsturm in der Slowakei diese Bronzemedaille wieder ausgelöst hat. Das ist, glaube ich, was für die Slowakei unheimlich wichtig war, weil die Jahre zuvor hat es da ja relativ wenig gegeben, aber aus deutscher Sicht war es natürlich eher mager, keine Frage. WM wird ja auch nochmal thematisiert bei den Fans hier bei YouTube. Sven schreibt zum Beispiel, größter Highlight war Finnland eben, 2022. Der Mikro klemmt ein bisschen, aber... Mein Mikro klemmt. So, jetzt klemmt es nicht mehr. Und Reinhard schreibt ganz nebenbei, schick heute, Jungs. Ja, wir haben uns zur Weihnachtsfeier ein bisschen raus. Wir könnten eigentlich so einen Glühwein auch trinken oder irgendwas später. Vielleicht. Wir können es auch lassen, genau. Wir können es auch lassen, ist richtig. Also Olympia 2022, auch ein besseres Abschneiden dann beim nächsten Turnier. Ja. Dann kam ja verhältnismäßig, und deshalb haben wir das ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen, eine Meisterschaft, die eine besondere war. Ich muss mal kurz was zeigen, weil wir den Finnen waren. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, jetzt am Wochenende hat es in der Schweiz, die machen nochmal kurze Pause, da gibt es so internationale Spiele, da spielt unter anderem Schweden mit, Finnland mit und da hat es diesen Penalty gegeben. Oh.
Atikainen versucht, den mit einer Hand quer vorbeizuziehen, aber ich glaube, der ist gar nicht drin gewesen, gell? Nee, ich habe gar nicht drauf geschaut die ersten 10 Mal, weil ich nur geschaut habe, wie der das macht. Da zieht er den mit einer Hand nach hinten komplett, legt ihn sich rein und dann ist er dann irgendwie Wahnsinn. Weg. Knapp, aber trotzdem. Knapp drüber. Auf jeden Fall zirkusreif, würde ich sagen. Absolut. Und man kann jetzt auch in diesem Zusammenhang schon durchaus mal sagen, dass du dir dabei den Arm gebrochen hättest früher, oder? So weit werde ich gar nicht kommen. Da darf man sich nichts vormachen. Ja. Finde ich gut, diese ehrliche, zum bodenständige Einschätzung gar nicht so weit gekommen, oder was? Ich habe einen Penalty mal geschossen, aber den habe ich nicht getroffen. Aber das ist ja jetzt auch nicht so, so wichtig. Also jeder hat seine Rolle im Team und wenn er die Rolle gut macht, dann funktioniert eine Mannschaft. Und da muss man ganz klar sagen, was deine Stärken sind. Und das war sicherlich nicht meine Stärke und die wird es auch nicht mehr werden. Der Rollenspieler. Ja. 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 Das können wir alle gut. Ja, wir sind drei Rollenspieler, die sich hier versammelt haben. Ist für dich jetzt lustig, aber war für mich nicht so lustig. Aha, okay. Wichtiger Einwand noch. Sehr gut. Also, dann kam irgendwann natürlich die Meisterschaft. Ich habe es gerade schon gesagt, der Triumph von Berlin, von den Eisbären. Zweiter Titel in Serie war natürlich dementsprechend ein besonderer, weil du ja damit nochmal das bestätigst, was du im Jahr zuvor auch schon abgeliefert hast. Und dementsprechend, Goldi, ist ja so eine Meisterschaft, das kann man rückblickend, wir sind beim Jahresrückblick ja auch sagen, dann nochmal irgendwie so der Pinnacle. Das ist ja nochmal mehr Lametta, wie wir gerade hier auch sehen bei den Bildern, als es eh dann schon ist. Ne? Ja, also insgesamt muss man schon sagen, sie sind Erster geworden in der Hauptrunde mit über 2,0 Punkten. Sie haben Köln Viertelfinale in Sweep gemacht mit 3-0. Dann haben sie gegen Mannheim entscheidendes Halbfinale gegen 3-2 gewonnen. Dann haben sie das München, einzige über 5 Spiele dann. Genau. Mhm. Haben München besiegt, dann 3-1. Also insgesamt, glaube ich, war zu diesem Zeitpunkt, und das haben wir ja auch oft diskutiert, entscheidend, wie sich Berlin in der Saison nicht nur gesteigert hat, sondern wie sie Spieler dazu geholt haben. Sie haben immer wieder neue Qualität dazu geholt und am Schluss auch wirklich so viele Spieler dabei gehabt, dass man sich gedacht hat, oh Gott, wer sitzt denn jetzt alles raus? Aber auch durch Verletzte, durch unterschiedliche Sachen, war das genau mitentscheidend, dass sie diese Qualität zeigen konnten. Es haben Leute wie Byron, Nöblis, Pföderl extrem gut White funktioniert. Noch. White, genau, auch in den Playoffs und Niederberger im Tor, sodass diese komplette Einheit, auch das System von Aubin, perfekt gegriffen hat, auch mit der Menge der Spieler. Und man muss wirklich sagen, letztes Jahr war das dann auch so, dass die absolut zu Recht Meister geworden sind. Weil das so eine Kombi war, so eine perfekte Mischung aus Mentalität, aus Teamchemie, mit dem Gameplan vom Coach und den Spielern, die du auch eben gerade angesprochen hast, die du dann brauchst, sowohl vorne als auch hinten. Ja. Das hat gepasst. Erstaunlicherweise ist davon sehr, sehr wenig übrig geblieben. Ne? Das ist tatsächlich so, da kommen wir später dazu. Ja. Das ist schon so. Aber auch ein Spieler, der für mich auch bei Berlin rausgestochen hat, auch in den Playoffs, war Kai Wissmann dann auch. Ja. Oh ja, 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 Spieler, wenn wir jetzt zur WM weitergehen, das können wir. Könnte fast ein geplanter Übergang gewesen sein. Ja, jetzt, aber du bist ja großer Fanboy. Sowieso. Was ich bei Berlin noch sagen wollte, was ja auch mal gut tut, und das hat, glaube ich, jetzt auch der Liga gut getan, auch im Hinblick auf das, was jetzt gerade passiert, dass du so eine neue Bewegung wieder hattest in der Liga. Ne? Nach vielen Jahren Mannheim, München. Ne, über 5, glaube ich, ne, ja, dass du auf einmal wieder mal einen neuen Meister hast und so eine neue Möglichkeit einer Ära ist jetzt, die wird vermutlich nicht stattfinden, ne, aber das fand ich auch nochmal so einen interessanten Punkt, dass es nicht automatisch jetzt immer Richtung München oder Mannheim gelaufen ist dann, sondern du hattest mal wieder die großen alten Eisbären, die wieder sich zur besonderen Marke hochgespielt haben. Ja. Kann man, glaube ich. Würde ich auch so stehen lassen. Ja. Genau. Die Leute fragen natürlich, wie sie die Sachen gewinnen können. Da überlegen wir uns zwischendrin noch was. Ja. Vielleicht kommt ja auch was rein. Nico meint auch schon, das wäre sein Highlight, das Straubing-Trikot zu gewinnen. Ja, ja, schau mal. Ja. Dann gehen wir es doch am Nico. Komm, jetzt sind wir nicht mal so anspruchsvoll bei den Sachen. Nico hat sich sogar auch per WhatsApp gemeldet. Oh, ja. Das habe ich auch gesehen. Hau rein. Für ihn war das sportliche Highlight 2022 die CHL-Teilnahme der Straubing Tigers. Ja, aber dann hat er das Trikot absolut verdient und da wollen wir auch gar nicht lang rummachen, wenn es ein Fan ist, der sagt Champions Hockey League, da oben steht's drauf, zack, weg, Nico, du hast das Ding gewonnen. Nico, da bist du dabei. So ist das hier bei uns. Immer wieder mitmachen, immer wieder dabei sein, gewinne, gewinne, gewinne. Wir fahren nicht vorwärts, wir fahren nicht rückwärts, wir machen Tempo, du kannst Tempo, natürlich Tempo. Jetzt, und das ist für dich direkt bei uns. Er könnte jetzt spielen. Entweder ist das Dump and Chase da drin oder da ist der Zonk im Kühlschrank. Oh, der das Zonk. Da könnt ihr spielen. Aber nee, wir geben ihm das Trikot. Kommt weg. Und Nico, ganz wichtig, melde dich unter der Telefonnummer, unter der Heiligen, des
Magenta Sport Phones oder wie man es nennen will. So heißt es, ja. Ja, so heißt das offiziell. Melde dich da, wo du wohnst und dann kann man das dir auch zuschicken. Wo du wohnst. Oder dann wo du das vorbei. Trikot haben willst. Also das muss natürlich nicht bei dir zu Hause sein, das darfst du entscheiden. Weil du noch ein paar Getränke kaltgestellt hast, da kommen wir da mal rum, Nico, falls du um die Ecke wohnst. Aber also, warum? Das nächste Highlight kommt vom Jahr 2022, ja, die WM. Genau, da sind wir bei der WM in diesem Jahr und weil wir gerade den negativen Part auch natürlich besprochen haben mit den Olympischen Spielen 2022, dann hat die Mannschaft von Toni Söderholm bei dem Turnier wieder ein überragendes Bild gezeigt. Ich habe ja gerade gesagt, es war so ein bisschen mein Highlight, weil du auf einmal 6 Siege in Serie hingelegt hast. Ich glaube, Auftaktniederlage damals gegen Kanada und danach sind sie in uns Rollen gekommen, haben alle Mannschaften geschlagen, die du schlagen kannst und auch vielleicht musst, wenn du dann auch als Gruppenzweiter abschließen willst. Ganz am Ende dann die knappe Niederlage gegen die Schweiz. Aber ein großes Turnier, wo ja auch das Ziel war, glaube ich, sich zu rehabilitieren, wenn man so will. Also vor allem bei den Fans und bei der Außendarstellung der Nationalmannschaft, weil der immer so wichtig, der Bundesadler. Und das hat funktioniert. Söderholm hatte vorher auch ein bisschen eingesteckt und dann mit der Mannschaft wieder abgeliefert. Ja, du hast es angesprochen. Gruppenzweiter nach der Schweiz, noch vor Kanada, noch vor den Slowaken, noch vor den Dänen. 7 Spiele, da holst du 16 Punkte als deutsche Mannschaft. Mhm. Und genau die Punkte, die wir angesprochen haben, die vielleicht bei Olympia nicht so funktioniert haben, haben da gut funktioniert. Die Schusseffizienz, da waren wir Erster. Man hatte über 14%. Das Powerplay hat funktioniert, da waren wir 5 Bester. Also da haben viele Sachen gut funktioniert und es haben sich auch Spieler in den Fokus gespielt, wie Marc Michaelis, der jetzt in der Schweiz das unterstreicht, wie gut er offensiv spielen kann. Unheimlich wichtig und einer vielleicht von den größten Unterschieden zu Olympia. Es war ein Moritz Seider hinten drin, der ein hervorragendes Jahr hatte und da auch in diesen 8 Spielen 7 Punkte holt. Dazu Kai Wissmann, der hervorragende WM spielt, auch mit 7 Punkte. Danach nach Boston, von Boston gesigned wurde. Vöderl funktioniert, Nöbis, Fischbuch mit 4 Toren, da hast du Grubauer hinten drin. Also diese Mannschaft mit Stützle, die dann noch aufgefüllt wurde, auch mit Reichel. Mhm. Gawanke hat ein paar Spieler dabei gehabt. Von Nordamerika hat ein paar junge Spieler dabei gehabt, die nicht jeder auf dem Schirm gehabt hat, wie El und Soramies, aber auch genau die haben funktioniert. Mhm. Und ich glaube, diese Mischung hat es gemacht und das hat Toni Söderholm auch immer wieder bewiesen, dass diese Mischung aus diesen Spielern, dass er da Einheit formen kann innerhalb von kürzester Zeit. Ja. Und es ist ihm besser gelungen, meiner Ansicht nach, bei der WM mit diesem Kader, als wie bei Olympia, wo er auf sehr viel Erfahrene gesetzt hat. Mhm. Er war dann ein bisschen angefixt, ob der Niederlage im Viertelfinale dann gegen Tschechien. Das war so ein bisschen das, was er gesagt hat, da müssen wir hinkommen, dass wir das besser gestalten. 4-1-Niederlage. Genau. Einfach, das war so etwas, was ihn ein bisschen länger beschäftigt hat, das weiß ich. Amelie ist da, die uns, Dankeschön, neben dem klaren Getränk auch etwas Dunkles hier vorbeibringt. Ist der Punsch für mich, der Kinderpunsch, weil... Wieso ist das falsch rum? Das kann ja wurscht sein, oder? Dankeschön. An der Füllmenge erkennst du, wem was gehört. Oh, der ist aber hot. Aber es ist ein super Übergang, dass wir jetzt gerade bei der WM waren. Ja, bitte? Ich muss meinen Sender richten. Einmal aufstehen und Sender richten kriege ich hier von der... Was heißt denn Sender richten? Ich bin doch hier nur eine Sprechpuppe. Ich weiß doch nicht, wie man Sender richtet, Mann. So. Du sitzt da drauf, das muss Kabel jetzt stehen, rauscht. Oder? Ja, haben wir dir schon ein paar Mal gesagt. Es rauscht. Aber weil wir doch gerade beim Thema Nationalmannschaft genau. sind. Weil wir doch gerade beim Bundestrainer war gerade mein Übergang. Weil wir gerade beim DEB sind. Du mir gerade die Moderation waren. Ich war jetzt 4 Wochen nicht hier, jetzt klaust du mir die Modi. Möchte der Sash gerne einen Übergang wagen? Ja. Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich stinksauer. Ein Schluck und dann legen wir los. That's a hockey, you know, it's only game. Genau, wir haben über die WM gesprochen mit dem Bundestrainer damals, Toni Söderholm. Der ist ja logischerweise aktuell nicht mehr ist, weil er nach dem Deutschlandcup entschieden hat, ich gehe nach Bern und der Vertrag wurde aufgelöst. Und jetzt ist natürlich der DEB auf der Suche nach einem neuen Bundestrainer. Vielen Dank dafür. Bisher stimmt alles, weil du auf die Taste falsch gedrückt hast. Das ist nicht falsch. Ich glaube, ich habe alles korrekt wiedergegeben, behaupte ich zumindest. Ansonsten kann er mich jetzt korrigieren, denn der Sportdirektor des Deutschen Eishockeybundes ist heute Abend bei uns zu Gast. Da freuen wir uns drüber. Und deshalb sagen wir, schönen guten Abend, Christian Künast. Hallo, guten Abend, servus. Servus. Küni, steht's Internet? Wir haben gehört, du hast extra draußen einen Flixbus vor der Tür stehen, damit es ein bisschen Internet hat. Oder steht es auch so stabil bei dir? Bei mir ist es sehr unstabil. Ich wohne ein bisschen ländlich, also gefährlich. Kann sein, dass ich mal kurz weg bin. Eben deshalb die Idee mit dem Flixbus, aber es stimmt dann offensichtlich nicht. Nein. Sehr gut. Bisher ist alles gut zu hören, von daher legen wir los. Erst nochmal, wie gesagt, danke für die Zeit. Und 10 Minuten. 10 Minuten. Haben wir einen Countdown da? Gibt es den noch? Oder habe ich mittlerweile was... hinter euch und da läuft auch er. Zu sehen. Ja.
Genau. Christian, deshalb gilt natürlich, bevor wir loslegen und der Countdown startet, die Taktik ist allseits bekannt, lange Antworten geben, wenig erzählen und dann sind die Fragen auch ganz weich, wenn man so will. So kann man das ganz soft abfedern hier. Aber nein, jetzt zum Ernst der Lage. Es ist ja wirklich ein ernstes Thema, weil ein wichtiges Thema für den Deutschen Eishockeybund, weil ein Bundestrainer ja nun einfach dann die entscheidende Figur auch sein kann, rund um die Nationalmannschaft und vor allem auch sein muss. Wie weit seid ihr denn jetzt mit der aktuellen Suche? Ja, erst einmal habe ich nicht gewusst, dass das heute mit Dresscode ist, da ihr ja beide so gut angezogen habt. Entschuldigung, mein sportliches Outfit, wo wahrscheinlich bin ich mehr Sportler bei ihr zwei. Deswegen dieses Outfit zu erklären. Aber ja, Sascha, du hast es angesprochen. Finde ich gut. Es ist ein sehr ernstes Thema und ein sehr, sehr, ja, für uns wichtiges Thema. Darum lassen wir uns auch die nötige Zeit. Also wir sind auf einem guten Weg. Wir haben das vorher festgelegt, wie wir vorgehen wollen und genau in diesem Fahrplan befinden wir uns. Wie viele Bewerbungen habt ihr denn bekommen? Oder sucht ihr nur selber? Oder gibt es auch viele, viele Briefe, die euch erreicht haben? Alle möglichen Dinge. Viele Briefe, E-Mails, Anrufe, wir suchen selber. Mhm. Aber ja, genügend Bewerbungen, glaube ich, ist ein begehrter Job. Das macht es uns irgendwo einfacher, weil die gewisse Auswahl da ist. Lieber haben wir Auswahl, als wir haben keine. Und wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Wir gehen unsere Richtung und dann werden wir hoffentlich irgendwann in den nächsten Wochen, Tagen entscheiden, was passiert. Jetzt ist der Sascha gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Ich wollte es eher in Schnitzeltaktik machen, langsam anfangen und dann ein bisschen draufhauen. Aber die Idee, jetzt fangen wir mal vorne an. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war echt überrascht, als es geheißen hat innerhalb von kürzester Zeit, dass der Toni Söderholm weg ist. Wie war das für dich? Warst du überrascht oder hat sich das irgendwie angezeichnet? Hast du es eher gewusst? Ja gut, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich kenne ja den Toni sehr lange. Wir haben zusammen oder... Ich war bei der U20 und da ist der Toni zu uns gekommen oder zu mir gekommen als Co-Trainer und seitdem kennen wir uns. Es waren jetzt, glaube ich, fast 6 Jahre und viel zusammen gemacht und bei den Gesprächen nach Olympia, wo es um die Vertragsverlängerung ging, da war dieser Wunsch, Vereinstrainer irgendwo mal was, ja, das Tagesgeschäft wieder zu haben, war schon sehr groß. Das hat man gemerkt. Er war, ja, irgendwo so 50-50. Was will er machen? Wo geht's hin? Dann war auch immer irgendwo im Hinterkopf dieses NHL-Thema. Ricky, glaub, du weißt es selber am besten, wie schwer sowas ist zu erreichen für einen Spieler, aber auch vor allem für einen Trainer aus Europa. Ja. Und das hat man gemerkt. Und dann ja, haben wir uns geeinigt auf die Fortführung unserer Arbeit zusammen. Zu dem Zeitpunkt, wo es dann gekommen ist, war ich natürlich trotzdem sehr überrascht. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, wenn es passiert, dann vielleicht im Sommer. Aber es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Und dann, ja, da gibt es viele Stimmen. Da glaube ich, man kann es nicht immer allen recht machen. Aber wenn ein Trainer irgendwo das Ziel hat und er zu mir sagt, pass auf, Kühni, ich habe ein Angebot oder ich habe die Möglichkeit, in Bern zu arbeiten, bei einem der größten Clubs in Europa, wo ich selber gespielt habe, und dann war halt dann meine Aussage, ja, hörst du mal an. Und dann ist es halt sehr schnell gegangen, weil er gesagt hat, ich will es machen. Mhm. Und dann war das auf einer Ebene über mir, Präsident und Besitzer Bern und dann ja, ja, ist das seinen Weg gegangen und jetzt schauen wir nach vorne. Man muss ja auch mal ganz klar sagen, man kriegt ja dann auch die guten Leute selten, indem man keine Ausstiegsklausel dann mit einarbeitet, weil die Jungs wollen eventuell ja dann genau das Ziel nochmal umsetzen und das war beim Toni ja dann auch der Fall. Dementsprechend war das ja auch dann nicht ganz unlogisch, dass das mal passieren kann, wann auch immer und zu diesem Zeitpunkt natürlich dann für viele, auch für uns überraschend, aber selbstverständlich bei einer Vertragssage dann auch nicht ausgeschlossen und durchaus auch legitim. Ich würde es mal so machen, wir können ja so ein bisschen Ausschlussverfahren hier anbringen. Ist es jemand, Christian, der auf jeden Fall Deutsch sprechen muss? Es wäre schön, wenn er es kann. Braucht er DEL-Erfahrung? Es wäre schön, wenn er es hat. Okay, ausländische Erfahrung auch? Also sprich in einer anderen Liga? Ist das etwas, was euch wichtig ist? Weil Internationalität ja heute eine unglaublich wichtige Facette ist bei einem Coach. Also wenn wir jetzt den ganzen Anforderungskatalogprofil durchgehen, dann reichen die 10 Minuten nicht. Also, okay, dann machen wir es andersrum. Ja, für dich, was ist das, wenn du eins rausholen würdest, was wäre für dich persönlich das wichtigste Anforderungsprofil, was er haben muss? Nur eins? Empathie. Okay.
Das ist eine Generation von Spielern. Goldi, du weißt, wie das auch früher so, dass man selbst welche erlebt, die eine harte Linie durchziehen und was dann auch schwer macht für jemanden oder auch wenn es, sage ich mal, nach einer langen Saison zur Nationalmannschaft zu kommen, ist auch nicht immer einfach. Und da braucht man einen Trainer mit Verständnis. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Die Zeiten haben sich geändert. Das stellt der Rick manchmal auch immer fest. Da hast du vollkommen recht, Christian. weil wir jetzt natürlich schon Ende Dezember sind. Weihnachten steht vor der Tür und dann kommt das neue Jahr. Ihr seid natürlich trotzdem wahrscheinlich täglich auf der Suche und führt Gespräche, ist mir klar. Ist trotzdem möglich, aktuell, oder würdest du ausschließen, dass es ein Event-Coach werden kann als Interimslösung für ein WM-Turnier beziehungsweise auch mit einer Maßnahme, die ja noch im Februar, glaube ich, stattfindet? Gut, lassen wir mal die Februar-Maßnahme weg. Mhm. Das spielt in unserem Zeitplan keine Rolle, weil es ist eine U24-Maßnahme, das können wir gut irgendwo handeln und das werden wir auch handeln. Aber ich persönlich bin überzeugt davon, dass der Bundestrainer keine Doppelfunktion mehr ist. Das ist so aufwendig und so viel Arbeit dahinter und Anforderungen und auch dieses Kümmern um Spieler und auch Kontakt halten mit Vereinen, ja, teilweise in der ganzen Welt, also in Doppelfunktion in meinen Augen nicht möglich. Was mich noch interessiert? Ich frage jetzt ja übrigens auch, ich weiß gar nicht, geht die überhaupt noch? Es war ja mal nach der Krupp-Ära eine Doppelfunktion im Vertrag DEB, DL gar nicht möglich. Wäre das überhaupt denkbar, dass ein DL-Trainer auch jetzt noch die Nationalmannschaft betreut? Ich kenne ja den Status quo nicht. Wenn ich es eh schon irgendwo ausschließe, der Kooperationsvertrag, ich weiß nicht, wie viele Seiten er hat. Mhm. Also ganz genau die Klausel, ich kann jetzt nicht auswendig sagen, aber im Endeffekt habe ich es ausgeschlossen. Also es soll ein hauptamtlicher Bundestrainer kommen. Okay. Was mich interessiert jetzt noch ganz kurz von der Einschätzung her. Du hast erst einen Sturmi, der wirklich den Mindset ändert, der dann auch erfolgreich ist mit der Silbermedaille. Dann hast du ja einen Toni, der quasi auf dem aufbaut, vielleicht taktisch noch ein paar andere Sachen reinbringt, ein bisschen die Tiefe noch reinbringt. Also eine Wahnsinnsentwicklung. Wie schwer ist es für dich jetzt da auch den passenden Mann zu finden? Das ist ja schon eine Bürde. Ja, irgendwo ist es vielleicht eine Bürde, aber es ist ja auch eine Chance wieder für uns, um irgendwo in eine andere Richtung zu gehen. Und beide Trainer, wo du gerade genannt hast, beide sehr gute Trainer, beides irgendwo neues Mindset zum Deutschen Eishockey-Bund gebracht, aber beides zu dem Zeitpunkt, wo sie Trainer bei uns geworden sind, sehr unerfahren. Und auch irgendwo vom DEB eine Chance bekommen, wo man nicht so leicht irgendwo anders bekommt, so ein Amt. Und der eine war gar kein Trainer, und der andere war ein Oberliga-Trainer mit ein bisschen 20 Co-Trainer. Also, Entschuldigung, wenn das jetzt so ein bisschen so abfällig klingt, aber ist es nicht. Im Gegenteil. Die haben beide ihren Weg gegangen. Man sieht es bei Marco jetzt auf dem Sprung in die NHL. Der Toni in Europa, ein anerkannter Trainer. Also, ich glaube, wir sind kein, ich habe zwar ein bisschen auch schon fast Prügel dafür bezogen, kein schlechter Ausbildungsort für Trainer. Wird es wieder sowas in die Richtung geben? Ist das was, wo es dann noch aussieht? Sieht nur noch nichts aus? Stand heute alles möglich, Rick. Dann lass uns doch mal über die U20, wir haben doch kurz sprechen, weil die steht ja auch vor der Tür. Du bist noch daheim in Landshut. Wirst du vor Ort sein? Und was ist die Zielsetzung für die U20-Mannschaft? Ich bin noch zu Hause. Dieses Jahr, Gott sei Dank, muss ich sagen, ist die Pandemie, lässt es wieder zu, dass ich Weihnachten nach 2 Jahren wieder zu Hause verbringe. Ich fliege am 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube am 2. fliege ich nach, bin zum ersten Spiel dann vor Ort und bleibe bis zum Schluss. Ja, die Zielsetzung. Jetzt waren wir zweimal im Viertelfinale, wir wissen, wie schwer das ist, wir waren vorher nie im Viertelfinale, es ist sehr, sehr schwer und die erste Prämisse ist nicht abzusteigen. Alles, was drüber ist, ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Wenn wir schon bei Zielsetzung U20 waren, es kam vom Julian über WhatsApp die Frage, was denn die Zielsetzung für die AWM wäre. Hängt das auch eventuell vom Trainer ab? Na, ich glaube, da sollten wir uns auch lösen vom Trainer. Also wir als Verband haben Ziele und unser Ziel ist irgendwo, nicht irgendwo, aber mittelfristig Olympia-Qualifikation. Und dazu zählt auch jede WM, dass die Weltrangliste passt. Im Moment sind wir 9. Dass wir uns direkt qualifizieren, müssen wir 8. werden. Obwohl wir die beste Vorrunde gespielt haben, obwohl wir im Jahr davor im Halbfinale waren,
sind wir in der Weltrangliste auf Platz 9 und das ist jetzt unser Ziel. Und die WM-Platzierung sollte so sein, dass wir in der Weltrangliste 2024 dastehen, dass wir uns direkt für Olympia qualifizieren. Mhm. Wenn der Santa hier was im Sack hat, der hier. Ja, ob der noch so zuhörungsfähig ist. Aber Hauptsache hat was im Sack. Ja. Und das ist ein Bundestrainer. Wann würde der den Sack aufmachen? Das heißt? Wann? Ich verstehe Gott, ich frage übrigens nicht, Christian. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe die Frage nicht gerafft. Ich wollte Nippel nur spielen, weil ich ihn persönlich lustig finde, um ehrlich zu sein. Aber wann schätzt du, Stand heute damit, dass der neue Bundestrainer bekannt gegeben wird? So meinst du das. Ja, eingangs habe ich gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Also wenn wir uns jetzt noch 4 bis 6 Wochen geben, dann sollte das durch sein. Was haben wir heute für Datum? Am 19.12. Ja, irgendwann vor der U25-Maßnahme wünschen wir uns es. Mhm. Und vielleicht bestehen ja auch Möglichkeiten, Gespräche zu führen in Kanada, oder? Kanada werde ich viel sprechen, ja. Ja, okay. Der Rektoratsmeeting jeden zweiten Tag. Alles klar. Ja, wir kriegen ja auch hier von den Fans immer mal Ideen raus. Da sagt auch einer, Tobi Abstreiter vielleicht einfach nach der UWM dann noch die WM der Erwachsenen mitmachen und dann vielleicht nochmal auf einen anderen Trainer zukommen. Sind auch Ideen, die hier gerade genannt werden. Wir wollen jetzt auch nicht zu sehr in die Glaskugel schauen, aber natürlich ist das immer etwas, was die deutsche Eishockeylandschaft interessiert und selbstverständlich vor allem der Bundestrainer Harold Kreis wurde auch schon genannt. Mit dem habt ihr auch gesprochen, ganz zum Schluss noch, oder? Oder hat nur er gehört, dass ihr mit ihm sprechen wolltet? Ich habe das nicht so ganz verstanden an seiner Aussage. Sascha, ja? Wir haben mit mehreren gesprochen. Also ich glaube, im Moment stand heute wirklich beste persönliche Gespräche, sei es telefonisch oder auch per neuen Medien, 12 oder 13 Stück. Genau die Zahl, 12 oder 13 Stück Gespräch. Alles klar. Einer davon war der Harald Kreis. Hat er schon TikTok auf den neuen Medien? Das macht man ja mit Microsoft und so Sachen, weiß ja selber. Zoom, meinst du? Also wir fassen zusammen, Christian, ihr seid fleißig weiter auf der Suche und es dauert dann offensichtlich nicht mehr ganz so lange, aber du hast schon recht, für wichtige Themen muss man sich durchaus ab und zu auch mal Zeit nehmen, damit man bei wichtigen und richtigen Entscheidungen eben auch das Richtige dann entscheidet. So ist das. Christian, vielen Dank für die Zeit, beste Grüße und vor allem natürlich viel Spaß dann in Kanada. Grüße an die Jungs und an Tobi und sein ganzes Team und viel Erfolg. U20 und bei der Nationalmannschaft und frohe Weihnachten. Ja. Kommt natürlich auch bei uns bei Magenta Sport. So ist es richtig. Ich war gerade noch auf einem anderen Kanal, weil ich ja die Fußball-WM gemacht habe. Aber das natürlich bei Magenta Sport live bei uns und kostenlos. Also. Hast du am Wochenende eigentlich den Penalty gesehen von Hattikainen? Du als ehemaliger Torhüter, also ich meine, bei uns hat das damals keiner konnt. Aber hast du noch nicht gesehen, so wie du schaust, als ehemaliger Torhüter, der war nicht drin, aber das ist fast eine Frechheit, oder? Ja, das ist grenzwertig. Ja, da fühlst du dich als Torhüter ein bisschen leicht hops genommen, verstehe ich auch, alles gut. Aber hat ja auch nicht funktioniert, von daher denkt man sich als Goalie nachher, so Leute, hättest du einen normalen probiert, wäre er vielleicht reingegangen. Aber er war gut vorbereitet. Hast du dich vorbereitet? Gehst du noch ungefähr 20 Kolbig suchen? Christian, dann beste Grüße, nochmal vielen Dank, alles Gute für die WM und natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit, das vorneweg. Okay. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao. Ja, also dann stellen wir fest und unsere Fans haben auch hier mitgemacht und immer wieder Namen auch reingeschmissen, das ist klar. Wir haben ein bisschen was erfahren, natürlich nicht das erfahren, was wir hätten gerne erfahren wollen, nämlich einen finalen Namen, war aber auch klar, dass das heute nicht passiert. Ich habe ja auch 2, 3 Namen schon gerade gesagt. Welches Profil siehst du vielleicht? Also wo würdest du sagen, das, was Christian auch gerade mit aufgenommen hat, was ist für dich in der Phase nach einem Bundestrainer Toni Söderholm, der ja schon das große Ganze im Blick hat? Ne? Also der ja strukturell gedacht hat, der ja, viel auch sich Gedanken gemacht hat, wie kann der deutsche Eishockeysport sich entwickeln? Wie kann daraus die entsprechende Nationalmannschaft eine Breite bekommen? Das war ihm unglaublich wichtig. Jetzt kannst du natürlich einen
Event-Coach zum Beispiel nehmen, der sich darum jetzt erstmal nicht kümmert, der aber auch eine gute Leistung mit einer Mannschaft erzielen kann bei einem Turnier. Wo ist dein Gedanke? Wo geht dein Gedanke hin, wenn du jetzt Entscheider wärst? Erstmal freue ich mich, dass du sehr leidenschaftlich heute unterwegs bist. Und ich tue mich ja relativ schwer, überhaupt Sachen auseinanderzuhalten. Links ist wer? Rechts ist Tyler. Nein, rechts ist Tyler. 50-50. Also auch bei 50-50. Ich glaube, du spinkst. Auch bei 50-50 kann man falsch liegen und bekommen wir ja gleich noch zum Toni Söderholm. Aber ich möchte natürlich die Frage ganz kurz abschließend beantworten. Es ist wirklich, ich finde, es ist extrem schwer. Ich habe das schon mal gesagt gehabt. Ich glaube, durch das von Marco, was der aufgebaut hat und wie es der Toni in der Tiefe weitergeführt hat, ist es extrem schwer, jemanden zu finden. Das waren auch junge Trainer. Und ich glaube, man muss sich auch ein bisschen lösen von diesem Anforderungsprofil, dass man jetzt zweimal nur junge Trainer gehabt hat und es kann nur ein junger Trainer sein. Genauso muss es kein Erfahrener sein. Also man muss wirklich schauen, was in den Einzelgesprächen rauskommt. Also das ist wirklich, ich verstehe das, was der Kühni jetzt gerade macht, dass er mit relativ vielen Leuten spricht, weil es ist natürlich. Ja auch was, mit denen er ganz viel persönlich arbeiten muss. Und er muss das einschätzen. Sind es die Leute, die die Spieler zur WM begeistern können, jetzt mal unabhängig vom System und von dem, was sie selber erfahren haben? Und ich glaube, da muss man wirklich sehr, sehr offen sein zum jetzigen Zeitpunkt und muss sich viel anhören und muss sich dann irgendwie mit 2, 3, die dann noch überbleiben, wirklich endgültig beschäftigen und dann die Entscheidung treffen. Also ich kann da jetzt momentan nichts sagen. Das wäre mein absoluter Favorit. Also du bist auch noch auf der Suche, willst du mir sagen? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich dachte, da kommt mehr jetzt. Nee, es ist auch nicht meine Aufgabe. Und es ist auch ein bisschen unverfroren von manchen Experten, die immer alles besser wissen, von draußen schon die Namen reinrufen. Nein, es geht ja nicht ums Besserwissen. Es geht ja um, wir machen uns Gedanken. Dafür sind wir hier übrigens. Dafür sind wir auch medial unterwegs. Dafür sind wir Journalisten, dass man sich durchaus mal Gedanken macht und sagt, hey, wo kann es denn hingehen im Sinne des deutschen Eishockeys? Absolut, aber das kannst du jetzt zu Tode reden. Ich sage dir bloß, dass das ein schwieriges Thema ist. Natürlich sind solche Gedanken... Ich lebe auch noch, also von daher bin ich noch gut dabei. Ob du gut dabei bist, das werden wir dann nach der Sendung nochmal eruieren, aber ich würde Stand jetzt sagen, du bist gut dabei beim Redeanteil. Aber jetzt wirklich zu Sachen, wo es hingeht, wie viel sich wirklich beworben haben, wer alles da ist. Und jetzt gehen wir mal nicht davon aus, dass du jemanden aus der DL auch rauskaufen musst, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt. Mhm. Das ist sehr mannigfaltig, da kannst du allein eine Stunde damit verbringen. Deswegen möchte ich jetzt nicht so weit vorgreifen. Ja, ich meinte das ja auch nur im Sinne von, da möchte ich schon drauf eingehen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich glaube, es interessiert auch die Leute, weil du ja jemanden hattest, der eben strukturell gearbeitet Absolut. Hat. Ne? Und deshalb das ist die größte ist es ja auch immer schwer. Und deshalb habe ich das ja auch gesagt, dass es nicht leicht ist, einen guten Mann zu bekommen, selbst für einen Nationaltrainerposten, der möglicherweise noch ganz andere Ideen hat, wie der Toni die auch hatte. Ja. Und da musst du natürlich auch möglicherweise Klauseln einarbeiten. Du willst aber ja auch als Verband jemanden haben, im optimalen Fall, der über mehrere Jahre wirkt, weil nur über mehrere Jahre kannst du auch was bewirken. Du wirst jetzt nicht in einem Jahr irgendwas umkrempeln können. Da kannst du mal ein gutes Turnier spielen, aber du wirst eben nicht die Eishockeylandschaft verändern und das, was wichtig ist, verändern, nämlich ganz von unten weg die Basis. Wir haben noch sehr, sehr viele Themen und Gesprächspartner, aber ich möchte jetzt da noch mal eins dazu sagen. Die größte Herausforderung wird sein, und du kannst nicht davon ausgehen, wenn Leute, zwei Leute hintereinander strukturell so viel aufgebaut haben, die Mannschaft auch in der Breite so verstärkt haben, dass du sofort noch mal einen draufsetzt und 5, 6 Namen rausrufen kannst, die es einfach gibt. Die gibt es weder im Welteishockey, die da irgendwo hinpassen, wenn sie ein deutsches Profil haben sollen, weil sie sich auskennen sollen mit dem deutschen Nachwuchs, mit der deutschen Sprache und mit gewissen anderen Sachen, dann kommst du ganz, ganz klein, klein zusammen. Ja. Und das musst du in der Tiefe wirklich anhören. Deswegen sage ich, diese Frage in der Tiefe zu beantworten, kann man nicht einfach jetzt so hinrotzen. Nein. Und deswegen möchte ich es auch nicht, sondern ich weiß, dass diese Aufgabe eine sehr, sehr schwere Aufgabe sein wird. Ja. Du kannst ja auch den richtigen Trainer holen und trotzdem sportlich nicht den Erfolg haben. Auch das ist möglich. Es nennt sich nämlich Sport übrigens. Ja, weil die anderen nebenbei selbst auch mal einer trainieren. Selbst wenn einer da ist und Meister worden ist, kann er mal auf dem 14. Tabellenplatz sein, so wie wir jetzt bei Berlin sind. Dazu kommen wir sicherlich auch gleich noch. Dann machen wir weiter, weil wir natürlich ja den Übergang perfekt gewählt hatten. Durch Zufall natürlich, ist ja klar, in dieser Show. Nach der WM auch mit... dem Sportdirektor über den Bundestrainer zu sprechen. Aber wir waren beim Jahresrückblick, den machen wir weiter und kommen mal, Maiki, zu einer Mannschaft, die uns eine neue Farbe und viele Facetten in die Penny DL gebracht hat, nämlich der Aufsteiger, die Löwen Frankfurt. Die Zeit ist geworden, würde ich mal sagen, oder? Also Löwen Frankfurt ja durchaus schon auch eine Institution im deutschen Eishockey, wenn du mal an die vergangenen Jahre noch denkst. Der Aufstieg. Der Aufstieg jetzt natürlich dieses Jahr war schön. Das ist das erste Heimspiel, was wir hier sehen. Die Choreografie auch von den Fans. Ja. Ich glaube, der Verein tut der Liga auch gut. Bringt was Neues rein. Ist ja auch durchaus sehr erfolgreich. Vielleicht nicht
weiß man nicht, aber vielleicht für die eigenen Anforderungen oder die eigene Einschätzung sind sie sehr erfolgreich aktuell. Ich glaube Platz 9, wenn ich es richtig im Kopf habe, also auf Playoff-Kurs. Und also sie machen einfach Spaß, würde ich sagen. Apropos Liga übrigens hier, weil du gerade 14 gesagt hast, Wolfgang sagt natürlich 13. Ne? Da ja Berlin Augsburg geschlagen hat, haben die natürlich einen Switch gemacht. Weil du, glaube ich, 14 gesagt hast. 9-0 war da. Nein, nicht Frankfurt. Da war 9-0. Auch nicht der Hai. Da war ein 9-0. Ja, beim Hai, ja. Es geht jetzt aber um was anderes. Meine Güte. Ja, ich glaube auch, der Aufstieg, der war absolut verdient. Erster in der Hauptrunde, meisten Tore, wenigsten Gegentore. Dann gewinnt man quasi alle Spiele, marschiert da durch, mehr oder weniger in den Playoffs. Heißt aber gleichzeitig auch, Krefeld war raus. Ja, weil wenn es einen Aufsteiger gibt, gibt es auch einen Absteiger. Das heißt, auch das natürlich was, das wo damit einhergeht. Wenn wir uns zurückerinnern, das war schon interessant. Donatelli angefangen in Krefeld die Saison. Das ist schon lange echt her, wenn man so zurückdenkt. Dann ist Sahakin gekommen. Jeremy Bracco, wenn man sich noch erinnert, war punktbester Spieler in Krefeld. Und am 9.12. war übrigens Krefeld noch Zehnter mit 1,3 Punkten, aber ab 25.02. war es mehr oder weniger klar, dass man 15. Dann war. Und da ist man dann auch geblieben, zwar mit einem Punktedurchschnitt von über 1,0. Mhm. Interessant im Vergleich auch zu diesem Jahr. Aber auch für Krefeld heißt es dann nach unten in die zweite Liga, weil Frankfurt nach oben geht. Das ist richtig. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm jetzt, dass wir auch über Krefeld sprechen. Nee. Stand gar nicht auf meinem Plan hier. Wir stehen ja auf deinem Plan, aber auf meiner Agenda ist das ganz, ganz weit vorne gewesen, weil wenn einer reinkommt, muss ja einer raus. So ist es. Also Aufsteiger. Und die Show ist ja auch weitergegangen, wie du zum Beispiel nicht da warst. Es ist erstaunlich, aber es war wohl so. Mittlerweile Frankfurt eben fett angekommen in der Penny DL und dann sind wir im Jahr beim Rückblick so ein wenig in der Mitte, kümmern uns mal um den Juni, Mikey. Da kannst du, glaube ich, auch ein bisschen was bildlich zu beitragen, denn das war ein großer Moment für das deutsche Eishockey, immer wenn jemand natürlich die ganz große Trophäe gewinnt, nämlich den Stanley Cup mit Nico Sturm, hat es der fünfte Deutsche gepackt mit Colorado Avalanche. Und das Ganze ja damals im Finale gegen Tampa Bay. Ein besonderer Titel, glaube ich, für ihn, logischerweise ein besonderer Titel. Aber wenn du in eine Mannschaft erst so, glaube ich, Mitte März reinkommst, März ne? Und dann auf einmal dabei bist und diesen ganzen Flow mitnehmen kannst, also das ist ja dann ein perfekter Wechsel. Nicht immer sind Wechsel cool in der NHL. Manchmal musst du irgendwie in der Örtlichkeit wechseln und denkst dir, was mache ich hier jetzt eigentlich? Aber das ist natürlich dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort und zack, das abgeliefert. Das ist vielleicht deine Erfahrung, aber grundsätzlich kann es schon ganz spannend sein. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja. Also jetzt stimmt es gerade nicht, aber sonst stimmt es häufig. Das stimmt. Kann spannend sein. Du hast es gesagt, von Minnesota nach Colorado zum ersten gekommen. Da hat er echt eine gute Saison gespielt in Minnesota. In 53 Spielen, 17 Punkte, davon 9 Tore. Hat eine ganz klare Rolle gehabt bei Colorado. Auch als sie ihn geholt haben, war klar, der spielt Unterzahl, der spielt vor allem Checking Line. Hat dann in den Playoffs auch diese Rolle übernommen und auch die letzten Spiele in Colorado. Und ja, man musste schon so sagen, also am Anfang ist es richtig gut losgegangen, dann war ich echt gespannt, wie es gegen Edmonton läuft. Das war aber dann ein Sweep, 4-0 durchgegangen und dann bist du gegen Tampa Bay, der ja natürlich auch eine Großmacht waren die letzten Jahre in der NHL, muss man sagen, mit 4-2 durchkommen, habe ich unheimlich gefreut, weil Colorado natürlich schon ein Favorit war. Und dann haben wir wieder einen deutschen Stanley Cup-Sieger, der das Ding dann auch nach Augsburg heimbringt, das präsentiert. Das ist natürlich für die Sportart auch fantastisch, muss man ganz sagen. Und Nico Sturm ist ein sausympathischer Typ, der einfach locker drauf ist, der was in der Birne hat. Mhm. Ja, also auch das muss man mal sagen, der hat die College-Ausbildung, der hat sich ausgebildet, der ist clever. Aber trotzdem weiß er auch genau seine Rolle und wo er sich verbessern kann. Und wie er dieses Jahr auch in San Jose spielt, ist es schön zu sehen, diese Entwicklung, auch in diesen Jahren noch. Ja, wir haben auch wieder ein Bild bekommen über WhatsApp. Oh, ja. Auch wieder, Nico hatte ja seinen Stanley Cup eben nach Augsburg mitgebracht und durfte fleißig, Lord Stanley war auf Urlaub und wurden natürlich fleißig Bilder gemacht. Vorhin hatten wir ja schon den Matthias, für den war das Jahreshighlight, natürlich auch für die Kollegen hier vom Eishackler, glaube ich, hieß der Account, der das reinkam. Mhm. Das ist natürlich für das deutsche Eishockey ist das, glaube ich, auch immer ein Aushängeschild, wenn ein Absolut. Deutscher den Stanley Cup gewinnt. Jetzt egal, ob das jemand ist, der irgendwie 28 Minuten Eiszeit hat oder vielleicht auch mal nur 8 in Anführungszeichen. Aber Nico hat, glaube ich, da in Colorado auch perfekt seine Rolle gehabt, gefunden und performt. Und ich
auch die ganzen Kollegen von ihm, Teamkollegen damals, die haben sich ja auch alle nur positiv über ihn geäußert. Würde ich so unterschreiben. Und wir haben Fragen und Interviews von ihm. Das stimmt, ja. Also wir haben Fragen haben wir nicht, aber wir haben ein Interview. Wir haben ihm Fragen gestellt. Wir haben ihm Fragen gestellt. Und er hat sie beantwortet. Da er zeitgleich gerade trainiert, hat er uns das per Sprachnachricht gestellt. Und genau, das haben wir mal einfach uns rausgenommen. Und du stellst jetzt die Fragen und spielst es dann ab. Ich stelle die Fragen, ja. Dann später wieder. Das ist wie bei Klaus Augenthaler. Ich stelle die Fragen und die Antworten gebe ich auch. Wer das nicht kennt, übrigens eine legendäre Fußballpressekonferenz. Das stimmt, ja. Ja. Wir haben ihn gefragt, er ist ja im Frühjahr eben von Minnesota nach Colorado gewechselt. Und wann er denn gemerkt hat, dass er mit Colorado potenziell die Chance hat, den Stanley Cup zu gewinnen. Mhm. Und das war seine Antwort dazu. Also ich glaube, die Chance, dass wir in Colorado den Stanley Cup gewinnen können. Ich glaube, die war, das wusste ich von Anfang an, waren ja die ganze Zeit während der Saison, glaube ich, so ziemlich auf dem ersten oder zweiten Platz. Und natürlich ist da, wenn man am Anfang Trade hört, ein bisschen Panik da. Es kann ja auch zu 31 anderen Mannschaften gehen. Von daher, als ich dann gehört habe, dass es nach Colorado geht, war natürlich das ist schon einer der ersten Gedanken, hey, ich habe hier eine Riesenchance, die sich vielleicht so nie wieder bietet. Und von daher, wie gesagt, wir hatten auch in Minnesota eine sehr gute Mannschaft, aber es war mir klar, dass das auf jeden Fall eine Gelegenheit ist, die vielleicht einmalig ist. Mhm. Genau, das ist das, was wir gerade gesagt haben, auch mit dem Wechsel, ne, wo du dann irgendwie denkst, okay, wo geht's jetzt hin? Und ja, gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob man vielleicht nicht dann auch sagt, okay, ja, es ist Colorado, die stehen natürlich schon gut da. Vielleicht, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber vielleicht gebe ich da nochmal 5% mehr, weil ich weiß, oh, die Chance, oder ich habe nochmal vielleicht ein bisschen mehr Bock auf die Mannschaft, weil ich weiß, auch mit denen kann ich weit in den Playoffs gehen, als wie wenn ich jetzt irgendwie zu einem Team komme, wo du weißt, okay, Playoffs werden da keine, wird nichts mehr passieren. Ja. Und weiß ich nicht, du bist jetzt einfach nur dahin geschoben worden, in Anführungszeichen. Und er ist ja auch ein Typ, der, glaube ich, perfekt weiß, was er zu tun hat, ja, ne? Welche Rolle er gespielt hat oder auch spielen muss, wenn er zu einer Mannschaft kommt. Das hat ihn ja auch immer bislang sowieso ausgezeichnet. Hat er selber früher schon gesagt, ich brauchte ein bisschen länger, um mich so zu entwickeln und ich war am Anfang noch nicht so bereit. Mittlerweile ist er natürlich jetzt auch mit einem Millionenvertrag unterwegs, verdientermaßen selbstverständlich. Und das haben wir ihn auch gefragt, ja, genau, ne, was rückblickend, weil wir ja beim Jahresrückblick sind, seine Rolle war in dieser Phase mit Colorado. Klar, meine Rolle in Colorado war sehr deutlich, glaube ich, in der vierten Reihe zu spielen. Meine 9-10 Minuten Eiszeit pro Spiel, meine Bullies zu gewinnen, möglichst keine Gegentore zu bekommen, im Unterzahlspiel gut zu stehen. Und ich glaube, das ist mir so auch gelungen. Klar war offensiv die Produktion nicht so da, aber ganz ehrlich, da habe ich mir auch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, da hatten wir die anderen Spieler dazu im Kader da. Von daher, ich bin einfach nur dorthin gekommen. Ich wusste ganz genau, was von mir gefragt wurde und habe versucht, meinen Job so zu erledigen. Und ich glaube, das ist mir dann auch so gelungen. Ein Rollenspieler gewesen und die Rolle, glaube ich, aber habe ich gut erfüllt. Absolut, hat er 100% recht. Ja. Welche Rolle spielt eigentlich Rick Goldmann heute hier in dieser Sendung? Nur mal so ganz nebenbei gefragt, bevor wir mit Nico gleich weitermachen. Das fragst du dich noch? Ich glaube, haben wir das nicht schon aufgegeben? Ja, ich habe ja schon auch immer so, ich bin ja der Älteste hier in dieser Gruppe und ich habe ja dann immer hin und wieder auch so das Gefühl, ich musste diese schützende Hand, diese väterliche Hand über euch alle legen. Ja, und das ist natürlich immer, wo ich, weißt du, wie so ein Rudelsführer, der, ja, guck mal da. Ach, da, schau, in, ja? Jetzt. Ich bin der Papa Wolf quasi, ja, so, weißt du, der will das Rudel zusammenhalten. Ja, vor allem ist wichtig, ich habe auch jetzt letztens erfahren, dass Rick letzte Woche auch leider einen kleinen Unfall hatte aufgrund des Blitzeises, was ja hier im Süden des Landes unterwegs war. Bist du aufs Steißbein geknallt, oder? Ich habe mir das Ganze mal hier aus der Regie angeschaut, aber ja, mich hat es ganz schön hinlassen. Ja. Ja. Okay, ja, da fragen wir nicht weiter nach, weil letztlich ist uns das auch egal. Wir machen weiter mit Nico richtig. Sturm. Ja, genau. Wir haben ihn dann einfach gefragt, wie es denn wirklich war, als er den Cup gewonnen hat. Also ob er es realisieren konnte oder irgendwie sich noch anders
entscheidende Spiel so ein bisschen überhaupt erinnern kann. Wie das so auch ist, ne? Ob man das erst später realisiert, ist ja immer so die klassische Reporterfrage dann auch. Genau. Das ist vielleicht klar, das mit dem Cup, das ist eine so lange Reise, glaube ich. In dem Moment, als es dann passiert ist, fragt man sich so ein bisschen, so war es das jetzt? Ich glaube, das alles, was danach kommt, so die Feiern und der Medienrummel so ein bisschen und als das dann alles vorbei war, auch mein Tag mit dem Cup und ich mich dann mal an dem Wochenende hinsetzen konnte, auch mit meiner Family und meinen Kumpels und mal eine ruhige Minute genießen konnte, das war, glaube ich, dann so der Moment, wo man es dann realisiert hat. Klar, man muss es auch realistisch sehen. Es ist höchstwahrscheinlich was Einmaliges. Man versucht natürlich immer, erfolgreiches Eishockey zu spielen. Und jede Mannschaft sagt immer, dass man am Anfang der Saison, dass man den Stanley Cup gewinnen will. Aber ich glaube, von der Qualität der Mannschaft her war das was Einmaliges. Und ich glaube, das ist was, was man auch gerade während der Karriere, wo es vielleicht dann mal vom Mannschaftserfolg nicht so gut läuft oder auch nach der Karriere natürlich, wenn man darauf zurückschaut, dass man das noch mehr wertschätzt. Die Stanley Cup Feier im Nachgang war eigentlich relativ konservativ, sage ich mal. Das Spiel war ja relativ spät erst vorbei. Bis dann die Zeremonie auf dem Eis da vorbei war und dann ging es ja erstmal in die Kabine, wo nur die Mannschaft dort war, bis das alles vorbei war. Also ich glaube, wir waren erst im Hotel um 2 Uhr und von daher gab es dann eigentlich nur eine Feier im Hotel mit den Familien und mit den Freunden, die die Reise nach Tampa gemacht hatten. Und natürlich dann ging es am nächsten Tag zurück nach Colorado und da war dann natürlich mehr geboten, fast jeden Tag und natürlich die Parade dann auch. Aber eben im Anschluss an das eigentliche Spiel, glaube jedem Spieler ging es auch so, man ist einfach total fertig. Also alles tut weh, jeder hat irgendwelche Verletzungen, mit denen man gespielt hat. Von daher ist an dem Abend echt auch irgendwo die Luft raus. Und man genießt einfach nur die Zeit irgendwie mit den Leuten, die halt dort sind. Also das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das ist natürlich schon was, also auch diese reflektierten Antworten auch dazwischen, also auch wie die Ehrlichkeit. Mhm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab. Und manchmal habe ich das Gefühl auch, natürlich ist drüben der Leon Dreiseitel und überfliegt und zweitbester Scorer seit Jahren und so weiter. Aber die Art und Weise, wie Nico Sturm zum Teil immer noch als Stanley Cup-Sieger so ein bisschen unter dem Radar fliegt, schön, dass er hier sich so zeigt und das auch zeigt, wie genau er über gewisse Sachen nachdenkt. Finde ich schön zu sehen und zu hören. Ja. Und wo wir hier gerade beim Pantherkissen sind, er hat den Pokal ja dann auch, haben wir eben schon gesehen, präsentiert, hat das auch immer wieder gesagt. Ich glaube, das ist für ihn extrem wichtig gewesen. Ne? Er meint ja auch, diese Vorbildfunktion zu haben, diesen Pokal jungen Kids zu zeigen. Was ist los? Sech hat zu lang großes Fernsehen gemacht, wie er die Positionen wechselt, wie er hier als Konferencier des Lebens durch die Bühne rennt, andere Leute hier reinholt. Leute, der arme Burschi, hoffentlich kommt er wieder zurück. Ich wollte nur auch ein bisschen Tempo aufnehmen, Goldi, weil wir auch noch einen Gast haben, der in der Pipeline gleich warten wird. Ne? Und wir lassen ja hier kein Goat warten. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Vielleicht mal noch den Satz, den er uns auch geschickt hat. Mikey, vielleicht kannst du da mal hinswitchen. Vielen Dank. Guck mal hier, das ist Service, ne, vom Allerfeinsten hier. Hier bist du behandelt. Ich fühle mich wieder wohl bei euch. Herrliches Comeback. Danke. Nix, ich wollte nur testen, ob es funktioniert. Dann gibt's eine Geldstrafe. Wieso gibt es die Geldstrafe, wenn er drin ist? Ich weiß es nicht. Da muss man Mirko mal nachfragen. Also nochmal, ich glaube, es war für ihn persönlich total wichtig, in Augsburg dieses Ding zu präsentieren. Er hat gesagt, super, wenn ich nur einen einzigen damit motivieren konnte, Eishockey zu spielen und vielleicht diesen Weg auch zu gehen oder an sich zu glauben, dann hat mir das hier schon alles gebracht, was ich den Menschen hier mitbringen wollte. Also das war auch sehr, sehr schön, wie er das erklärt hat. Jetzt aber der neue Verein. Vielleicht können wir da noch einen Satz von ihm hören, weil er auch performt. Das stimmt. Ich habe gerade gehört von Anita,
Die ist großer Colorado. Anita. Ich fand sie irgendwo allein in Mexiko. Anita. Schwarz war ja. Das soll jetzt angeblich irgendwas mit Colorado zu tun haben. Ich erkenne es zwar nicht. Wer hat's gesungen? Wer hat's gesungen? Costa Colorado. Das ist ein Logo von Colorado, wenn du von oben drauf schaust. Mm. Das sind aus Früchte gebastelt und die sind aus Colorado eingeflogen. Colorado wie noch drin. Colorado, also Colorado, schau, Haribo, super. Haribo, Colorado. Guten Morgen, Herr Mayer. Meine Güte. Colorado. Das ist mir jetzt schon wieder zu kompliziert gewesen irgendwie. Ja, da musst du den Leuten beim Denken helfen. Ne? Herzlich willkommen zu. Ja, das ist der Wahnsinn. Transferdenken live. Du wolltest jetzt wissen, wo er über San Jose redet. Das müsste ich jetzt mal kurz so ein bisschen suchen. Ach so, habe ich jetzt dich hier aus dem Konzept gebracht? Nee, das finde ich gut. Niemals. Feier dann zu Hause. Niemals. Da ist er aber leider noch bei... Ja, Mikey. Auf jeden Fall, wir können in der Zwischenzeit sagen, es läuft gut. Der war kurz mal raus wegen der Hirnerschütterung. Hat jetzt aber in den, ich glaube, 25 Spiele hat er gemacht, 10 Scorerpunkte, 8 Tore davon. Also hat richtig gut getroffen, auch von den Reihen her. Wo er eingesetzt wird, wird nicht in der vierten Reihe... spielt nicht in der vierten Reihe, so wie in Colorado, sondern spielt in der dritten Reihe. Also ist ganz interessant, die Entwicklung, wo die hingeht bei ihm. Ja, jetzt muss ich mal schauen, vielleicht ist es die Antwort. Schau doch mal. Hau raus, Mikey. Dafür müssen die Kollegen mir meinen Ton wieder hochziehen vom... Jetzt. Die halt ein bisschen mehr im öffentlichen Licht steht, die hat man immer. Für mich ist es einfach, ich glaube... wichtig, authentisch zu sein und nicht irgendwie versuchen, jemand zu sein, der ich nicht bin. Und ich glaube, ich habe das auch immer so versucht zu kommunizieren. Also ich habe immer versucht, meinen Weg zu gehen und an mich zu glauben. Es gab auch Zeiten, wo es natürlich sehr lange nicht irgendwie nach NHL aussah, gerade in meinen jüngeren Jahren, so wenn ich so an die DNL-Zeiten zurückdenke und so. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man schon Leute um sich hat, die an einen glauben, aber... Oh, da war es aus. Power Failure. Ja, aber das beschreibt ja auch gerade nochmal so seine Personality ganz gut. Das stimmt, ja. Da haben sie mir einfach das Video ausgedreht. Ja. Mehr hat es nicht geschafft aus San Jose herunter. Weil? Ja, ist ja auch durch die Zeitverschiebung schwierig. Das ist Wahnsinn, ja. Weil es auch einen Grund hat, weil nämlich jemand schon in der Pipeline wartet. Ach, der hat den Saft abgedreht jetzt sozusagen. Ah, der kann uns fremdsteuern. Weil aber gab es da nicht mal was, glaube ich, dass irgendein junger deutscher Spieler in einer unserer ersten Shows, glaube ich, ihn mal rausgekickt hat? Ja. Oder? Da war doch was. Da hatten so ein Moritz Seider. Da hatten wir Moritz eingeladen. Seider und den Gast, der jetzt gleich dabei sein wird in der Eishockey-Show. Der Jungspund, der jetzt. Und das war zu viel für unsere Technik und da hat es Boom gemacht. Ja. Nicht Zoom, sondern Boom. Ja. Und auf einmal waren wir raus. Oder einer dann war raus. Hat einfach ein deutscher Youngster, eine deutsche DEL-Eishockey-Legende einfach rausgeworfen. Und so geht's ja nicht, ne? So, und deswegen haben wir gesagt, holen wir ihn noch heute wieder. Nachdem er gestern einfach News gedroppt hat, was die Welt erschüttert hat. Früher hättest du einfach gesagt, du hast dich verdrückt, aber inzwischen sind es die anderen. Aber wir haben es einfach so stehen lassen. Das habe ich aber einfach von euch gelernt. Ja, sehr gut. Also machen wir einfach weiter im Programm. Nicht wie geplant, weil eigentlich sind wir noch beim Jahresrückblick und wir sind so irgendwie mitten im Sommer, glaube ich, gerade noch. Aber spielt ja keine Rolle. Wir sind ja einigermaßen flexibel oder täuschen vor, so zu sein. Was ist los? Was willst du mir jetzt schon wieder reindrücken? Nee? Und ich habe ja angekündigt, wir haben den Mann heute zu Gast, der... vor nicht langer Zeit 40 Jahre jung geworden ist. Und jung trifft es natürlich absolut. Wir haben auch schon ein Bild gebastelt mit Patrick Reimer. Rekordtorjäger, Rekordscorer der deutschen Eishockey-Liga, der bekannt gegeben hat, dass das seine letzte Saison wird. So ist es. Und deshalb wollen wir natürlich mit ihm darüber sprechen, weil unsere letzte Sendung für heute, und da haben wir gedacht, da muss er dabei sein. Und er hat hoffentlich auch gedacht. Er macht auch gerne mehrere Sendungen am Tag. Deswegen sagt er, wenn es die letzte Sendung für heute ist. Ja. Er hat schon mindestens 3 gemacht heute. Ja. So, die letzte Sendung für das Jahr, was die Eishockey-Show betrifft. Und steht unten, schiebt da darf, in jetzt sei ruhig endlich. Ford Kuga. Halt die Goschen. Darf er nicht fehlen, hat er sich sicherlich auch gedacht, weil hoffentlich hat er irgendwas in die Richtung gedacht. Wo übrigens in Ford Kuga weder Benzin drin ist, noch Elektro noch drauf ist, Waschmittel vorne fehlt an der Fensterscheibe und dann ist auch noch während dem Fahren ankommen, Öl wechseln. Hat auch noch geblinkt. Ich dachte, du machst das schnell. Der verbraucht mehr Strom durch die Lampen, die er vorne im Display hat, wenn er fährt, als wenn er einmal was reinmachen würde.
Das Schlimme ist ja, dass der Prinz sich abholen lässt von mir. Ich Trottel mach das auch noch. Und dann bist du nur beschimpft. 20 Minuten im Auto. Da wünschst du dir, du hast ihn eigentlich nur um die Ecke abgeholt, aber die Fahrt 4 Sekunden dauert, aber es dauerte 20 Minuten. So ist es. Dann muss er sich noch eine Wurstsemmel unterwegs holen. Dann bist du da auch. Ja, weil du so langsam fährst, da kriegt man Hunger von der Fahrt von zu Hause hier ins Studio. Sag mal, ich will jetzt nicht über dich, Schwachmaten, reden, weil das hat überhaupt keine Relevanz für die Eishockey-Welt. Ich will mit einem sprechen, der es wirklich kann. Naja, keine Ahnung. So, und deshalb fragen wir mal nach, ob er schon dabei ist und uns hören kann. Da? Patrick Reimer. Patrick, guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Servus. Sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Klasse, dass das klappt heute Abend. Wir freuen uns bei dieser besonderen Ausgabe heute. Du merkst, die Stimmung ist bei uns eigentlich gut. Wie ist die Stimmung bei dir? Ich glaube, aktuell im Hotelzimmer, oder? Treffen wir dich da an? Ist das korrekt? So von den Nein, Vorhängen? Noch nicht. Nein, noch nicht. Noch nicht. Wo bist du? Willst du seine Vorhänge als Hotel bezeichnen? Oh. Jetzt habe ich dich jetzt beleidigt, oder die... Schon wieder alles falsch alles gemacht. Alles gut. Nee, wir fahren jetzt morgen nach Frankfurt. Ah, okay. Ja gut, das ist ja auch eine Reise, die kann man dann auch am Tag noch bewältigen. Da hast du recht. So, 10 Minuten. Also ja. Wir halten dich auch nicht zu lange auf. Wir haben eh schon lang gelabert. Patrick, dann legen wir los. Die Nachricht hat natürlich für Furore gesorgt. Wir sind ein bisschen traurig, aber wir wissen ja auch, dass es zumindest noch einige Spiele gibt mit Patrick Reimer in Nürnberg und dann auch für das deutsche Eishockey logischerweise insgesamt. Wann ist dieser Gedanke, den du dann zur Tatsache hast werden lassen, final bei dir gereift? Über die letzten Wochen, würde ich sagen. Natürlich war es schon... zu Beginn der Saison so, dass ich wusste, dass in diesem Jahr eine große Entscheidung anstehen könnte. Und über die Wochen ist einfach immer mehr der Gedanke gereift, dass es jetzt Zeit ist, die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen. Man hat sicherlich Pros und Kontras abgewogen. Und am Ende bin ich einfach zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, das war's, war eine schöne Zeit, war eine tolle Reise. Ich habe viel erleben dürfen, aber irgendwann genau die schönste Reise dann zu Ende. Und ich habe bis jetzt zu keiner Sekunde die Entscheidung auch bereut, das bekannt zu geben. Habe nie irgendwie einen Gedanken daran verschwendet, dass ich vielleicht nochmal ins Überlegen kommen könnte. Von daher bin ich absolut glücklich und zufrieden, dass es raus ist und freue mich jetzt auf die letzten Spiele. Kannst ja auch sein, gar keine Frage. Trotzdem die Nachfrage auch, warum jetzt? Also es gibt ja dann durchaus Menschen, die sagen, vielleicht mache ich es am Saisonende, weil man hat ja so ein bisschen dann vielleicht auch das Gefühl, du musst es wiedergeben, weil ich kann das Gefühl nicht wiedergeben, weil ich es nicht kenne, dass man dann so eine Art Farewell-Saison noch spielt. Überall, wo man hinkommt, ist es dann häufig dann eben auch das letzte Mal. Warum hast du das jetzt verkündet und vielleicht nicht am Ende einer Saison, wo man dann auch häufig danach gefragt wird? Ja, gefragt wurde ich ja immer mal wieder und habe immer wieder gehört, aber wäre schön, wenn du noch weitermachst, zumindest meistens. Ich will es einfach nur genießen und freue mich natürlich auf die letzten Spiele. Ob ich es jetzt öffentlich mache oder für mich behalte, ist dann ja nicht der große Unterschied, weil für mich selber hätte ich ja gewusst, dass es dann vorbei ist. Und von daher fand ich es nur fair, dem Verein gegenüber frühzeitig auch was kundzutun. Und ich möchte nicht, dass da jetzt irgendwie deswegen auch... ja, wir irgendwie vom Weg abkommen. Vielleicht gibt es ja auch noch mal einen Push fürs Team, dass sie sagen, jetzt geben wir noch mal wirklich alles, dass wir die Playoffs noch mal packen. Wobei die Einstellung ist bei uns definitiv kein Problem und war immer da. Wir müssen halt nur wieder auf den Siegerweg finden. Raimi, du hast es vorher schon ganz kurz angesprochen, aber was war letztendlich ausschlaggebend? Wenn man sich mal jetzt deine Saison dieses Jahr anschaut und du punktest wirklich so weiter, dann hättest du es erstmal seit 16/17 wieder eine 50-Punkte-Saison. Also es läuft ja, obwohl du 40 Jahre alt bist, fantastisch. Warum hast du gesagt gehabt, hey, trotzdem, irgendwann muss es vorbei sein? Ja, ist doch schön, wenn man so abtreten kann und zum Ende nochmal so eine Saison spielt. Und wenn die Leute sagen, schade, dass er aufhört und einen nicht vom Eis ziehen und sich freuen, dass es dann endlich vorbei ist. Nein, so war es beim Rick. Ich fühle mich gut, ich fühle mich dieses Jahr super und genieße es natürlich nochmal in vollen Zügen auch, so Eishockey spielen zu dürfen. Und von daher gehe ich dann sehr zufrieden in meinen Ruhestand. Wer weiß, was im nächsten Jahr passiert wäre, selbst wenn die Saison jetzt gut verlaufen ist. Der Körper wird auch nicht jünger. Auch wenn man es vielleicht nicht immer sieht, merke ich dann doch jede Früh die eine oder andere Stelle. Und ja, man muss sich ja auch nicht mehr übers Eis quälen.
weil du das gerade gesagt hast, auch sehr zufrieden. Woran machst du das persönlich fest? Ich weiß, das werden später auch noch Fragen kommen, wenn dann die Saison wirklich vorbei ist. Du wirst vermutlich dann viele Interviews geben, auch was das betrifft. Aber jetzt so zum Status quo, weil gerade noch eine Saison läuft, weil du noch mittendrin bist. Goldi hat es gesagt, du performst super. Woran machst du es fest, dass du sagst, ich bin da mit mir komplett im Reinen und das ist in Ordnung und ich fühle mich gut und ich bin zufrieden mit der Entscheidung? Woran machst du das fest? Ja, eben, dass ich für mich jetzt festgestellt habe, dass es ein Ende geben wird, dass ich keine Angst mehr davor habe, auch in die Zukunft zu schauen. Es ist ja wirklich, ja, man kennt es nicht anders, über 20 Jahre jetzt im Profibereich. Mhm. Der Goldi weiß es auch. Das ist nicht einfach. Man geht immer seinen Weg in der Kabine, weiß, wie es da funktioniert, wie es auf dem Eis funktioniert. Man hat immer diesen selben Rhythmus. Und der wird sich ändern, aber ich freue mich jetzt dann auch auf Veränderung. Klar werde ich den einen Teil vermissen, aber irgendwann ist es soweit und ich bin glücklich, die Entscheidung jetzt wirklich fest getroffen zu haben. Ja. Weil dieses Hin und Her macht einen, glaube ich, kirre und deswegen ist gut, dass es jetzt auch im Kopf angekommen ist. Jetzt habe ich eine sehr tiefe Frage und ich hoffe, dass man die nicht falsch versteht. Du bist Topscorer der deutschen Eishockey-Liga, du bist Top-Torjäger der deutschen Eishockey-Liga, du hast Silber gewonnen bei Olympia. Eigentlich fehlt dir die deutsche Meisterschaft. Hast du jemals daran gedacht, dass du vielleicht auch jetzt, wo es am Ende zugehst, sagst, komm, ich gehe jetzt nochmal für die letzten paar Spiele, lasse ich mich, in Amerika hat es Ray Borg mal gemacht zum Beispiel, der sich am Ende von seiner Karriere hat traden lassen, damit er die Möglichkeit zum Stanley Cup auch hat und ihn dann auch gewonnen hat. War das ein Gedanke bei dir zu sagen, komm, ich schaue mal, ob ich irgendwo nochmal dieses Jahr in München, Mannheim oder irgendwo hinkomme, wo ich eine realistische Chance habe? Ja, vielleicht kommt mal der Gedanke kurz auf, aber ganz ehrlich, diese deutsche Meisterschaft wiegt, glaube ich, nicht auf, was man hat, wenn man tatsächlich viele Jahre bei einem Verein spielen darf. Ich habe es immer gesagt, mein Traum wäre gewesen und wer weiß, was passiert, auch wenn es schwer wird dieses Jahr, den Titel mit Nürnberg zu gewinnen oder damals eben mit der DEG, wo ich auch 8 tolle Jahre hatte. Mhm. Und dann ja zu einem Team zu gehen, wo einfach die Verbundenheit nicht so da ist. Klar kann man da reinkommen, den Titel holen, aber ist es dann die Vollendung? Fühlt man sich da wirklich so gut? Ich weiß es nicht. Ich bin stolz, dass ich so lange in Nürnberg spielen durfte. 11 Jahre, hat eine tolle Zeit. Wir waren viele Jahre auch mit im Titelrennen, konnten es leider nicht schaffen. Aber ich sage, mir gibt es viel mehr zurück, wenn ich jetzt sehe, wie die Leute in Nürnberg reagieren, dass ich aufhöre, als vielleicht die mögliche deutsche Meisterschaft dann mit einem Team, wo es ja erzwungen war. Das ist, und auch keine Garantie gibt. Ja, das ist Respekt, gerade Rücken. Der Goldi hat die Frage natürlich auch gestellt, weil er selber so ein Wendehals ist und dann auch mal zwischendurch für andere TV-Kanäle arbeitet und so. Ich finde das gut, dass du da weiter deiner Linie treu bleibst, Patrick. Danke dafür. Ja, er muss immer noch Vorbilder geben. Das ist eins zum Beispiel, Goldi. Er ist echt besser zurückkommen, als wie wir ihn loslassen haben. Ich weiß nicht, was passiert ist mit ihm. Aber ich mag ihn zwar nicht mehr, aber er ist gut. Maike, du hast aber auch, glaube ich, noch aus dem Netz eine Frage an Patrick. Grundsätzlich, das Netz reagiert eigentlich nur mit einem Wort auf dich und das ist GOAT, also Greatest of All Time für alle, die es nicht wissen. Mhm. Und ich habe auch also jetzt auch Messi überholt quasi, seit gestern dann. Ja gut, ja. Das war aber vorher schon. Ja, okay, alles klar. Also ja, ich wollte nur mal diese anderen GOATs, irgendwie Brady und in anderen Sportarten, ich glaube, die können alle lange hinterherlaufen hinter dir. Und grundsätzlich, du versprühst ja immer noch so eine Freude und so eine Spiellust auf dem Eis. Und wie du dir das denn so lange konservieren konntest, interessiert auch manche. Ich glaube, das wird sich mein Leben lang nicht ändern, dass ich Spaß an Spielen habe. Ich war schon immer ein Spielkind und das ist nicht nur beim Eishockey so, sondern überall. Ich habe auch früher meine Fitness eigentlich immer über Spiele geholt. Sei es Fußball, sei es Inline-Hockey, was da so war. Ich bin da unglaublich ehrgeizig und deswegen habe ich immer nur den Spaß am Gewinnen auch, am Spielen. Und ja, deswegen, also das hat mit dem Alter nichts zu tun. Aber wenn du das jetzt so ansprichst, auch diesen Spielspaß, ich kann das voll nachvollziehen, ja. Gibt es denn Pläne, ich weiß, es ist jetzt sehr früh, aber gibt es denn Pläne, dass du dem Eishockey verbunden bleibst? Es ist sicherlich eine Option, dass ich im Eishockey bleibe. Jetzt ist erstmal noch voller Fokus auf die letzten Spiele natürlich. Es wird mit Sicherheit Gespräche geben und
klar, wäre es schön, wenn ich vielleicht auch meine Erfahrungen weitergeben kann, einbringen, um das deutsche Eishockey vielleicht auch nach vorne zu bringen. Und das wird aber dann die nächsten Monate zeigen, was passiert. Gespräche auch mit Nürnberg in erster Linie oder reden wir hier von DEB vielleicht? Du hast ja schon einen Co-Trainer gewünscht bei der Nationalmannschaft im Suizid. Ja, wenn der Einfluss so groß ist, vielleicht, ja, machen wir da irgendwo weiter. Hast du da eine Idee, würdest du das vielleicht so als letztes, weil wir vorhin da auch drüber gesprochen haben, du so als erfahrener Spieler, der so viele Jahre mit der Nationalmannschaft verbracht hat und eben auch ein ganz wichtiges, großes Turnier so heroisch abgeschlossen hat mit Silber, was würdest du dir vielleicht da wünschen abschließend, Patrick, für das, was da kommt für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft? Welche Art von Typ, welcher Trainertyp oder was ist da so deine Idee? Was geht bei dir im Kopf rum? Ich glaube, und das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dass extrem wichtig ist, dass wir einen sehr kommunikativen Trainer haben, der mit den Jungs umgehen kann, wo die Jungs gerne hinfahren. Es gab auch schon Zeiten, wo es dann vielleicht nicht so war. Und wichtig ist, dass die Jungs Bock haben auf die Nationalmannschaft. Und es war die letzten Jahre immer gegeben. Wir sind dann super Weg gegangen, hatten mit Marco und Toni auch überragende Typen in der Bande. Und jetzt gibt es ja schon den einen oder anderen Namen und ich glaube, da ist man schon auf einem sehr, sehr guten Weg, da auch wieder so einen Typ zu finden. Taktik ist immer so eine Sache, aber ich glaube, die Nationalmannschaft hat ja so einen gewissen Stil entwickelt und wenn man den weitergeht und die Jungs auch so spielen lässt, dann kommt es eigentlich hauptsächlich darauf an, wie man mit den Spielern, mit den Menschen dahinter umgeht. Ja, und Patrick, was dann vielleicht auch deine Zukunft betrifft, ich gebe dir einen kleinen Tipp, aber das nur so unter uns. Es wird ab und zu auch mal eine Stelle als Experte frei beim Magenta Sport, weil wir brauchen dazwischendurch auch mal frisches Blut. Ne? Den einen oder anderen hat man länger schon an seiner Seite. Bin da immer offen auch for a change. Nur mal so ganz nebenbei, aber das können wir dann vielleicht noch persönlich im Telefongespräch klären. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, machen wir unter vier Augen. Alles klar, machen wir so. Und nochmal ein Sorry übrigens an deine Frau vermutlich, an die Innenausstatterin wegen der Vorhänge. Das war nicht persönlich gemeint, überhaupt nicht. Wer wäre ich, als dass ich Geschmack vortäuschen könnte? Ja, und vor allem gibt es dafür... Da ist er drin! Dann gibt's eine Geldstrafe. Okay, alles klar, zahle ich. Patrick, zu guter Letzt übrigens noch. Wir sind natürlich, weil wir hier auch über den Goat gesprochen haben und das machen wir jetzt einfach so, auch wenn du das vielleicht als zurückhaltender Mensch dann gar nicht unbedingt willst. Aber ich habe ja schon gesagt, wir haben, vielleicht hast du es eben gesehen, hier schon ein Bild kreiert mit dir drauf. Eingerahmt, hat man das eingerahmt, genau. Kreiert, nennt es er. Ja, aber wir haben es halt eingraben. Das hat unsere Dekorationsabteilung kreiert, da hast du schon vollkommen recht. Und du bist heute dann sozusagen der Erste nach der Bekanntgabe deines Rücktritts dann zum Ende der Saison und wirst in die Eishockey-Show Hall of Fame aufgenommen und bekommst natürlich sofort den ersten Platz jetzt hier bei uns im Regal. Wobei ich persönlich als ja auch großer Bartträger muss sagen, dass Raimis Bart jetzt aktuell schon besser wäre. Also hast du gut hingestellt. Der ist überragend. Sieht man das so? Kann man das vielleicht machst du das eins tiefer, dann wird man sehen. Guck mal. Hier bei Mikey tiefer. So. Guck mal, da kommt der Bubble-Head weg, so. Neben den Weihnachtsmann, so. Ich glaube, das werden wir noch perfekt dekorieren, aber auf jeden Fall ist er jetzt hier vertreten bei jeder Folge. Ich weiß, es rührt dich zu Tränen, aber das haben wir auch bezweckt mit der Idee. Nein, vielen herzlichen Dank. Freue mich sehr. Das ist die Hall of Fame. Siehst du, und ich glaube, das andere wird nicht zu lange auf sich warten bei dem, was du in deiner Karriere geleistet hast. Dafür auf jeden Fall schon mal von uns natürlich ein mega Respekt, Hut ab. Und aber natürlich viel Spaß weiterhin bei dem, was da kommt. Hoffentlich noch eine erfolgreiche Saison mit vielen Punkten, mit Erfolg für dich und für Nürnberg. Man weiß nie, was im Sport passiert, du hast das schon gesagt. Und auf jeden Fall erstmal morgen alles Gute, denn Daily Business ruft dann morgen wieder. Und wir sagen danke, dass du dabei warst. Beste Grüße, Patrick Reimer. Vielen Dank, schönen Abend euch noch. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Cool. Ach, schön. Das hat Spaß gemacht. Genau. Macht die Sendung überhaupt viel Spaß? Du hast einen ganz schönen Flow, hast du eigentlich. Ja, ne? Das Problem ist eigentlich eher, dass wir um 20.53 Uhr so ein bisschen in die Zeitbedrohung kommen. Aber es ist schön, dass... Aber du hast ja alles so... Du hängst ja bei jedem Thema und fragst 27 Mal nach. Also insofern... Ja, das ist doch schön, wenn man Menschen hat, die... Nein, nicht bei Menschen. Ich rede jetzt von den Themen. Ach so, wo du mich festbeißt. Ja, ich beiß mich nicht fest. Ich habe mich nur festgebissen bei der Bundestrainerfrage. Da habe ich mich festgebissen. Da gebe ich dir recht.
So, und jetzt kommen wir noch, wir sind immer noch beim Jahresrückblick. Wir kommen gleich noch zu Awards. Ich wollte dem Patrick... Das Jahr wird nicht aus. Nein, ich wollte dem Patrick jetzt auch nicht den Award schon vorher verleihen. Also er hat natürlich jetzt die Hall of Fame hier bekommen, aber ja. Es gibt ja noch einen anderen Award, ja, den wir nachher verteilen werden. Den werden wir dann nochmal über epische 3,5 Stunden so, vergeben werden. Auf geht's, komm, also, dann machen wir kurz weiter. Dran. Klappe halten, Jahresrückblick. Du kannst als Fanboy antworten. Es gab ja dann auch mitten im Jahr... Ich weiß, was der nächste Punkt ist. Mitten im Jahr die Ehrung für Moritz Seider mit der Carlin Trophy. Wir hatten kurzzeitig wieder überlegt, dass Moritz Raimi crasht, aber das haben wir dann doch wieder weggelassen. Stimmt. Weil also bester Rookie als erster Deutscher, glaube ich. So, und auch erst der 13. Verteidiger, habe ich gelesen in der NHL-Geschichte. Ja, und gutes Haar. Ja. Nur 3 Wettertaft hat er geholfen, dass die Mini-Please auch gut halten. Nee, ernsthaft, also ich meine, im ersten Jahr... Die 19 meisten Punkte von allen Verteidigern der National Hockey League mit 50 Punkten, über 23 Minuten Eiszeit, die Art und Weise, wie er auch das Spiel gespielt hat in Detroit in seinem ersten Jahr, mit den Jacks, viertbester Rookie von den Punkten her, vor Trevor Seagrass dann auch gepickt und entscheidend für mich, und das ist dann, hat dann nichts mit Fanboy zu tun, sondern mit der richtigen Einschätzung, einfach mit der sehr guten Einschätzung, mit der sehr weitsichtigen Einschätzung, die man aber schon kommen hat sehen. 195 Stimmen, 170 Mal auf Platz 1 gelandet bei der Calder Trophy, also beim besten Neuling der Liga, unterstreicht eigentlich dieses Jahr, dass er wirklich gespielt hat letztes Jahr und welchen Stellenwert er als Verteidiger letztes Jahr auch hatte, welchen Sprung er gemacht hat. Und das hat man das Jahr davor schon gesehen bei der WM, ja, und dann auch nochmal gesehen bei der WM. Also das war wirklich ein Highlight-Saison. Also, mega, wir werden viel mehr von ihm sehen. Hoffentlich dann auch in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Immer wichtig, wenn er die Zeit findet und dann auch zusagt. Hilft der Mannschaft natürlich mit der Qualität ungemein, keine Frage. Und musst es ja auch erstmal schaffen, ne, dass du es zu einem eigenen englischen Begriff schon bringst in den Juniorjahren. To cider someone, ne? Wenn du so einen... Und hat checkst. Ja, ich habe auch direkt gesucht, ne, weil To Cider Someone hier, das war jetzt ein erster. Ich habe einfach mal seine besten Checks gesucht. Er hat ja wirklich direkt für Aufsehen gesorgt. Das war auch ein schönes Ding. Und er hat sich aber auch nichts gefallen lassen. Ja. Also wenn dann irgendwie mal wer anders kam und von wegen meinte, das machst du bitte nicht nochmal, hat er gesagt, doch. Pink Floyd the Wall, denke ich, steht da. Dass er gesagt hat, doch. Absolut. Sehr gut, weiter geht's. Also Moritz Seider wird uns sicherlich immer wieder beschäftigen in den kommenden Jahren in der Eishockey-Show und auch sonst rund ums deutsche Eishockey. Dann waren wir bei Toni Söderholm. Das war natürlich dann der Rücktritt, der uns überrascht hat. Ich glaube, wir brauchen das jetzt vielleicht nicht mehr in epischer Breite diskutieren, weil wir haben schon drüber gesprochen. Aber es war damals überraschend, weil wir so im Jahresrhythmus sind, war das natürlich irgendwann dann auch Ende des Jahres ein interessanter Punkt. Ja, und vor allem muss man auch sagen, man muss ja schon die Erfolge anschauen. Also ich meine, der ist nach der Silbermedaille, nach dem Deutschlandcup-Sturm, ist 2018 gegangen, nach der Silbermedaille. Der hat 2019 die erste Weltmeisterschaft gespielt, Viertelfinale erreicht, in 7 Vorrundenspielen 5 Siege. Mhm. Dann ist 2020 ausgefallen, dann 2021 unter sehr speziellen Bedingungen, unter dieser Corona-Bedingung, sind sie bis ins Spiel um Platz 3 vorgedrungen. Ja? In der Vorrunde 7 Spiele, 4 Siege, aber dann letztendlich Halbfinale gespielt. Knapp die Bronzemedaille verpasst, aber hat dann keine Bronzemedaille letztendlich geholt. Aber trotzdem weit gekommen und 22 dieses Jahr, wir haben schon angesprochen, wieder 7 Spiele in der Vorrunde, wieder 5 Siege. Also das ist jetzt nicht unbedingt, was man so erwarten muss immer von einer Mannschaft, ja, sondern von der deutschen Mannschaft, dass sie so viele Siege holt in der Vorrunde, sondern normalerweise war es immer so, dass man schaut, man kommt irgendwie rein, kommt ins Viertelfinale rein. Aber da hat man schon Akzente gesetzt und was mich vor allem wirklich, und das bleibt hängen, die Art und Weise, wie er Spieler entwickelt hat. Ja. Also immer wieder Spieler dazu gebracht. Auch Seider ist ein Spieler, den er von der U20, König hat es angesprochen, den er erkannt hat. Von früher als Assistenztrainer, den wo er erkannt hat in dem System. Auch Stützle zum Beispiel. Andere Spieler reingebracht, wie bei der letzten Weltmeisterschaft, so Ramjes und El. Er hat immer Wege gefunden, die Rollen clever zu verteilen, mitzunehmen, den Spielern das zu geben und die können sich daraus entfalten, sodass das Spiel insgesamt bis auf Olympia letztendlich auch erfolgreich ist. Und das muss man schon sagen, der wird eine Lücke hinterlassen. Ja, also super Trainer, keine Frage. Und übrigens, das kann man auch mal sagen an dieser Stelle, jemand, mit dem man auch medial sehr gut zusammenarbeiten konnte, weil immer sehr ehrlich, sehr fair
fand ich immer gut. Sehr reflektiert auch. Genau, einfach aber auch klarer Austausch. Und manchmal, Das gefällt mir nicht. Richtig. Auch mal, man konnte mit ihm super diskutieren über den Sport und da hat er einfach einen tollen Blick gehabt und das hat mich jetzt auch zum Beispiel weitergebracht. Weißt du, einfach so das Verständnis nochmal zu schärfen, das war super interessant. Dass man dich weiterbringt inhaltlich. Ja, das ist leicht, aber da kann man dich ja, das würde dich dann trotzdem begeistern. Gut, war jetzt auf einen Elfmeterpunkt gelegt, in dem Fall, wo ich nochmal über Fußball reden möchte von gestern. Ja. Aber tatsächlich ist es so, es waren wirklich Punkte dabei, wo der dir auf einmal eine Sichtweise gesagt hat, die du so nicht auf dem Schirm gehabt hast. Mhm, und das war tatsächlich so. Und das hat er dann auch mal besprochen mit dir und hast du nachgedacht. Ich habe gesagt, es ist interessant, das zu sehen. Und dass sich das dann oft auch wirklich bewahrheitet hat, habe natürlich ich aus meiner Expertenrolle noch viel interessanter gefunden, weil es waren oft wirklich Punkte dabei, wo man gedacht hat, interessant. Ja. Wie tief musst du das von der anderen Seite beobachtet haben oder betrachtet haben, dass das so funktioniert? Nur bei Olympia hat es nicht funktioniert. Deshalb gehen hier nochmal die besten Wünsche raus für die Zeit in Bern. Grüße aber natürlich auch Grüße und auch nochmal ein Danke vielleicht von mir, dass du es auch geschafft hast, dem Klugscheißer hier noch was beizubringen. Super, vielen Dank dafür. Absturz des Meisters war natürlich dann ein Thema nach dem Deutschlandcup vor allem, weil die Eisbären Berlin nach wie vor under pressure sind, auch wenn das jetzt kurz... Singst du das auch? Was? Under pressure, singst du das auch einmal? Weil du hast vorher so schön gesungen, Anita. Machst du mal under pressure? Singst under pressure. Singst du mal? Wer hat es denn gesungen? Under pressure. Wer hat es gesungen? Na, wie heißt denn der? Wie heißt denn der? Auch We Are The Champions. Ja, nicht das ganz richtig. Aber ja, es ist natürlich Queen dabei. Aber wer war noch dabei? David Bowie. Ja. Aber das ist nicht schlimm. Auch kulturell können wir dir noch einiges beibringen hier in der Eishockey-Show. Und wir sind bei den Eisbären Berlin. Und du hast es singen, Mensch. Nein. Ja, mittlerweile jetzt 13. Kannst du noch mit deiner Eunuchenstimme gut singen jetzt? Mittlerweile jetzt 13. nach diesem dann durchaus wichtigen Sieg am gestrigen Tage. Genau, jetzt reden wir heute Montag. Gestern war Sonntag, richtig? Ja. Ja, macht Sinn. Lost in Space. Glaube. Lost in Space. Ein Tag nach Messi. Lost in Translation. Du bist ein Tag nach Messi. Ja. Aber es bleibt bitte, Mike. Auch der wichtige Sieg in Augsburg eben. Gegen den direkten Konkurrenten, ja. Und somit ja die Plätze wieder getauscht und jetzt mal nicht auf einem potenziellen Abstiegsplatz. Der 14. ist ja nicht so sicher, dass es auch runtergeht. Aber es bleibt weiter ein ganz, ganz schwerer Gang für die Eisbären Berlin. Ihr habt das, glaube ich, in der letzten Folge vor 2 Wochen schon intensiv thematisiert, auch mit Marcel Nöbels. Könnt ihr euch gerne übrigens auch nochmal anhören, die Folge. Wer Lust und Launig ist, natürlich alles bei YouTube oder eben auch als Podcast. Immer abrufbar. Die interessanten Aussagen, ich habe es dann auch gehört, was ihr mit Marcel besprochen habt. Da war schon viel drin, was in so einer Mannschaft auch drinsteckt. Und wie, ich sage es jetzt mal salopp und plakativ, scheiße es auch mal laufen kann im Sport, ne? Genau, ich glaube, wir haben es da tief besprochen. Ich möchte jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Nee. Das ist der Qualitätsunterschied. Im Kader definitiv. So Niederberger, Wismar, wo wir schon besprochen haben, Byron Neeson, Bock, Sängerli, dann Verletzte dazu. Also erstmal hast du einen anderen Kader, die Qualität ist nicht da, dann hast du Verletzte, dann hast du den Meisterschaftsblues, auf einmal stehst du unten drin, auf einmal kämpfst du mit was, wo du gar nicht gerechnet hast, auch mental. Dann hast du, glaube ich, irgendwie... Wie viele Spiele waren es, wo sie keinen Dreier geholt haben? Anfang November war das Ganze. Ja, 4. November, glaube ich. Ja, genau. Anfang November war das Ganze vom Deutschlandcup. Da war der letzte Dreier. Insgesamt holst du bloß 6 Dreier. Und auch wenn man sich's anschaut, der beste Platz, den die Eisbären dieses Jahr hatten, war am 16. Oktober mit dem 9. Tabellenplatz. Also das ist einfach ein Jahr, das wo nicht läuft. Und du hast wenig Möglichkeiten, wo du reagieren kannst. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber es ist durchaus überraschend, dass es dann so stark ist, der Absturz. Ja, wir werden das weiter verfolgen und sicherlich auch immer wieder thematisieren müssen rund um die Eishockey-Show und natürlich auch in den Sendungen bei Magenta Sport. Ist ja klar, sind ja bei jedem Spiel live vor Ort und dementsprechend auch bei den Eisbären. Am Ende des Jahres, also wir sind ja schon am Ende des Jahres, weil die Eisbären sind zum Status quo kurz vor Weihnachten auf dieser Position. Aber kurz vor dem Fest, wenn man so will, ist nicht lange her, gab es ja nochmal dann auch ein bisschen Feierlichkeiten bei den Eisbären, weil ein gewisser Frank Hörtler den Tausender-Club erreicht hat. Davor sogar noch der Jackson Don. Genau, der Trainer von ihm früher. Ja. Beide haben den Tausender geholt, Frankie Hörtler. Ich habe mir die Statistik auch nochmal angeschaut gehabt, wie wir ihn hatten und wie wir dieses Spiel hatten. Das ist schon Wahnsinn. Der ist in seiner 20. DEL-Saison. So krank. Und ist neunmal Meister geworden. Ja. Also die Art und Weise, wie du vielleicht auch das Spiel dominieren kannst, glaube ich, hat er personifiziert. Ja. Wenn man das so sagen möchte.
auch die Art und Weise, wie er für die Eisbären steht, das ist schon großartig. Und auch dieser Tag, glaube ich, war für ihn genauso, für Don Jackson, da ist ja auch Familie gekommen. Das war, glaube ich, schon im September dann. Ja, genau. Ist auch Familie gekommen und so. Und er wollte ja kein großes Aufsehen. Ein sehr spezieller Tag, den sich beide wirklich verdient haben, weil auch Don Jackson 9-mal Meister. Also auch das ist natürlich was, so man einfach nochmal sagen muss, 66 Jahre alt und man sieht es in seinen Augen. Auch er, der normalerweise eher zurückhaltend ist und wenn dann doch mal eher ein bisschen so, wenn er da mal was hat, dann kann er schon mal explodieren. Aber auch da wirklich emotional getroffen und es ist schön zu sehen, dass das die Leute dann doch so beeindruckt. Ich kann mich daran erinnern, ich habe das Interview mit ihm dann gemacht, was ein schweres Interview übrigens ist. Nicht, Don Jackson ist ja ein netter Mensch, ein höflicher Mensch, mit sehr viel Respekt auch uns Medienmitarbeitern gegenüber. Aber weil man weiß, dass er das gar nicht so will. Ne? Und ihm ist das ja eher so ein bisschen fremd, da jetzt im Fokus zu stehen. Und dann denkt man auch so, okay, wie greife ich ihn? Aber er war sehr ergriffen auch. Also es war ein sehr besonderer Moment. Selbst für so einen alten Fuchs, der so viel gewonnen hat, finde ich immer wieder schön, wenn das die Jungs dann auch noch packt, auch im etwas gestandeneren Alter, muss man bei Don Jackson sagen. Übrigens, wer Lust und Laune hat, herzlich eingeladen. Zu den beiden gibt es natürlich auf Magenta Sport, auf der Plattform, mehr Content. Auch zuletzt jetzt rund um Frank Hörtler, eine sehr schöne Doku auch von der Penny DL bei uns auf der Plattform zu sehen. So ein paar Folgen, glaube ich. Und da spricht er eben über das, was er in seinen 20 Jahren da so alles erlebt hat. Und Was so einen Menschen wie ihn bewegt. Ich habe da draußen gerade. Bevor du jetzt zum Wintergame kommst, das letzte Highlight und wir die Dinger vergeben. Ja, und apropos, aber noch einmal Hörtler. Ganz kurz raus und hol nämlich mein Highlight, weil ich ihn gerade gehört habe. Ja. Nein, ist er gekommen? Hast du noch mal Bilder, wo er gerade herkommt? Der ist gerade unten, ich habe es gehört und ich hole ihn jetzt. Das ist der Basti, oder? Das ist der Basti. Nee, das ist der Basti. Kommt gerade von der Darts-Session. Ja, genau. Nee, zu Sachen Frank Hörtler. Nico N. schreibt auch nochmal, sollte Frank Hörtler irgendwann auch aufhören, verliert das deutsche Eishockey 2 Goats. Ja. Und wer soll sie denn im deutschen Eishockey ersetzen? Wahrscheinlich keiner, um diese Frage einfach zu beantworten. Ja, aber das ist doch das Schöne, dass wir solche Vorbilder dann auch haben. Absolut. Irgendwann muss leider jeder aufhören. Das liegt in der Natur der Sache. Aber es sind natürlich jetzt auch mit Patrick... und ich denke, Frankie wird dann vermutlich auch irgendwann sagen, that's it for me, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Klar verliert man da schon sehr besondere Namen in diesem Sport. Und weil wir gerade Basti ja irgendwie auch in der Tiefgarage gesehen haben, Er hat uns Grüße geschickt. Der ist nämlich gerade so gefühlt, weiß ich nicht, ein Haus, zwei Häuser weiter. Wow, und 180. Vergnügt sich mit einer anderen Sportart. In dem Sinne, Grüße an Basti, gehen natürlich auch raus. Völlig legitim, weil ich als großer Darts-Fan sage, alles richtig gemacht. Ja. Das darf er. Das ist richtig. Fremdgehen erlaubt in dem Fall. So, und dann, sollen wir noch kurz aufs Wintergame schauen? Es war ja natürlich irgendwo das... 3. Das, Dezember, das oder? War es, ja. Highlight, ja. Im Rhein-Energiestadion zu Köln. Das ist schon einfach auch nur fett. Das habe ich leider verpasst. Punkt. Ist immer ein bisschen schade. Ich habe ja fast, glaube ich, alle mitgemacht. Jetzt habe ich was Besseres zu tun. Ja, ich habe ja durch die Weltmeisterschaft im Fuppes, habe ich das jetzt leider verpasst, aber alles in Ordnung. Aber ich habe mir sagen lassen, auch von euch, dass es großartig gewesen ist, auch spielerisch natürlich toll. Klar, wenn dann die Kölner Haie auch mal wieder so ein Ding gewinnen, nachdem es zweimal zuvor nicht geklappt hat, war natürlich für macht die natürlich mehr Spaß unglaublich dann, wichtig, dann das Ding mal zu wuppen. Und über 40.000 waren, glaube ich, da. Ne? Ja. Und sie haben ja noch zwei weitere Spiele im Rhein-Energie-Stadion jetzt noch, zwei Saisonspiele. Die Stadium Series. Genau, so sieht's aus. Das wird natürlich schon groß, glaube ich. Ja, da bin ich so ein bisschen geteilter Meinung, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das mega finde. Ich verstehe die Beweggründe, die sind auch logisch und alles klar, auch wegen Hallenbelegung. Und es gibt dann natürlich immer Themen, wo du sagst, Mensch, jetzt haben wir mal die Chance, das zu machen, weil durch die Fußballpause und die WM davor konnten wir das jetzt auch mal richtig nutzen. Ja, das sind ja auch oft finanzielle Themen. Ne? Einmal so ein Stadion kreieren ist deutlich teurer dann, als wenn du es vielleicht dann mehrfach nutzt. Hast oft die Chance, dann auch viele Zuschauer reinzubringen. Bei uns reicht aber nur einer hier. Die Santa! Die Legende kehrt zurück. Schau mal, wen ich gefunden habe. Nimm gerne Santa Claus is coming to town. Hallo. Möchtest du dich setzen? Nein. Stehe lieber erstmal ein bisschen. Das tut gut. Hast denn du. Wie wir alle wissen, Sitzen ist das neue Rauchen. Ist das Basti Schwele? Nein. Oh, und ich...
Audiokommentar. Ich bin auch hier im Raum. Ich bin es nicht, wenn die Leute jetzt meinen, dass ich mich umzogen habe in der Zwischenzeit. Nein. Den haben wir wirklich gefunden hier im Gang. Ich glaube, du wohnst hier inzwischen, oder? In der Tiefgarage doch. Ist richtig. Ja. Nein, ich wohne hier nicht, aber es hat mir sehr gut gefallen beim letzten Mal bei euch. Ja. Und bin ich wiedergekommen. Da warst du ja auch noch als Nikolaus unterwegs, also du bist schon flexibel einsetzbar. Das finde ich gut. Man muss ja auch berufsmäßig da immer wieder auch einfach variabel sein. Ja, oh ja. Ja. Aber wir haben auch, also ganz kurz, ich muss kurz unterbrechen, wir haben auch eine Weihnachtskarte bekommen. Das auch bist sehr du schön. Das? Ich glaube, ich bin oder? Der Linke. Das sind wir. Ja. Das sieht nach Sascha und Rick aus, ja. Aber es ist hohe Photoshop. Ja, steht euch gut. Steht mir gut. Ich bin auch etwas knitterfreier als Goldie. Das finde ich gut. Ihr könnt so große Säcke auch tragen. Ne? Das stimmt. Gehen die zwei bei dir in die Ausbildung dann? Nein. Ich nehme keine Auszubildenden an. Achso. Das Nikolaus sein, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ah, ja. Aber jetzt bist du ja hier als Weihnachtsmann und wir haben gehört, wir wollen heute ein paar Leute ehren. Und auch da hast du in alter Nikolaus-Manier heute als Weihnachtsmann Gedichte mitgebracht, um die noch zusätzlich zu ehren. Ja. Und wir haben da wunderschöne, uns sind wunderschöne, Lobpreisungen, möchte ich fast sagen, zugespielt worden. Das ist interessant. Mikey, dann starten wir offiziell durch, würde ich sagen, jetzt mit den Jahres-Awards. Ich denke, du warst draußen und hast sie geholt. Ich hole sie. Ich habe den Weihnachtsmann geholt. Ich hole sie. Hau den Trailer raus. Wir starten mit dem ersten Award. Und das ist der ist die Bremerhavener Abhängigkeitsmedaille. Und die geht an. Der erste Award, die Abhängigkeitsmedaille. Die slowenische Abhängigkeitsmedaille. Ja, geht an. Ich spieß weiter ab. Richtig. Jan Urbas. Da ist er. Ah. Da ist er zu sehen. Und ich glaube, dazu hast du jetzt noch das passende Gedicht. Ich habe wieder aus meinem goldenen Heft, lese ich wieder vor. Ist aber ein anderes als das letzte Mal. Ja, auch diesmal. Neuer Sponsor, oder was? Ja, stark. Grüße gehen raus an die Kollegen von Dump. Und Schase. Ja, Dump und Schase. Zeit für Eishockey. Na, liebe Kollegen von der schreibenden Zunft. Ich bin diesmal nicht ganz so gut vorbereitet. Merkt man bisher überhaupt nicht. Du spielst das echt extrem cool drüber. Ja. Dann lese ich mal wieder. Bremerhavener Abhängigkeitsmedaille. Mhm. Seit vielen Jahren lebt oben hoch im Norden ein Slowene. Und er ist kein Däne. Jan Urbas ruft man diesen Mann, der den Fishtowns die Welt retten kann. So ist es. Am 25.10. raus, da war Bremerhaven Erster, inzwischen Achter in den 16 Spielen, wo er nicht dabei war. 12 Niederlagen und das ist jetzt nichts, was wir dieses Jahr schon beobachtet haben, sondern auch letztes Jahr. Und da muss ich sagen, Medaille absolut verdient. Ja, und in der Zeit von September bis Oktober, wo du sagst, wo er raus ist, ich glaube am 25., da haben sie 12 von 15 gewonnen. Ne? Deshalb diese Wobei krasse die letzten zwei gewonnen haben gegen München und Ingolstadt. Ja. Dann waren natürlich auch nochmal Jeglitsch 10 Spiele fast, glaube ich, raus. Also das ist eine besondere Qualität, die Jungs mitbringen für diese Mannschaft. Und dementsprechend die Abhängigkeitsmedaille Richtung Bremerhaven. Glückwunsch. Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch, Herr Urbas, dass Sie Abhängigkeitsmedaillen gewonnen haben. Ja. Wir kommen jetzt herrlich. Schon. Santa, hast du noch was? Nee, wir können zum zweiten Award kommen, oder? Ja, wir kommen zum zweiten Award, Mikey. Und das ist der Siegelring des Jahres für Loyalität. Und dementsprechend geht er natürlich an diesen Mann, an Lothar Siegel. Ein sehr netter Mann. Ja. Warte ganz kurz, mach mal den Ehering mal ab, dann haben wir auch hier offiziell. Oh, jetzt geht's nicht über ins. Ah, Scheiße. Ich wollte gerade den Ring abmachen, weil dann haben wir offiziell auch einen Ring. Anja weiß. Ah, der ist zu dick gerade. Angeschwollene Finger hier vom Glühwein. Lothar, ich wollte eigentlich jetzt Ihnen hier offiziell den Ring hier so. Siegelring des Jahres. Das ist ja kein Siegel drauf. Ja, ich weiß.
Vielleicht hat er selber. Ich lese mal. Ja, besser ist bevor. Siegelring des Jahres. Ja. Schnitzel klopfen, Spieler verpflichten. Als das sind des Lothars Pflichten. Doch den Trainer rührt er niemals an, weil sich dann was ändern kann. Ja. Ja, sehr gut. Also vor Deutschland Cup, auf was wir da hier wohl anspielen, ist vor dem Deutschland Cup Augsburg 9 Niederlagen. 9 Niederlagen in Folge, um Gottes Willen. Es ist ja. 15. Tabellenplatz, man hat es nicht gemacht und man muss auch sagen, die Jahre zuvor, nachdem der Stewart weg ist, Tuomi hat man festgehalten, man hat lang am Petersen festgehalten, bevor man dann doch noch Pelletier geholt hat. Also es ist schon so, dass in Augsburg eine gewisse, ja, ich möchte nicht sagen unangebrachte Loyalität, oder so heißt er gar nicht, wie heißt er? Unser Siegelring. Siegelring des Jahres für Loyalität. Loyalität, ja genau, ja. Für Loyalität einfach herrscht. Fürs Festhalten am Trainer. Genau. Das kann man ja auch mal lobpreisen. Also das ist ja auch der einzige Preis, wo der Stifter sich selber ehrt, sozusagen jetzt in dem Fall, weil er der Stifter dieses Preises ist, Lothar Siegel. Wir kommen weiter. Wir kommen zum nächsten Award, Mikey. Und jetzt wird's glamourös. Jetzt wird's glamourös, weil wir kommen zum Niederbayerischen Glamour Award. Für sportliche und musikalische Darbietung. Der geht nicht an Rick Goldmann, sondern er geht an Gabi Sennebogen. Natürlich aus Straubing. In Vertretung für die Straubing Tigers. Denn wir müssen ja sagen, Respekt erstmal, bevor Santa loslegt. Respekt für die Straubing Tigers, weil seit 3 Jahren Top-4-Team, also sportlich läuft super. Und musikalisch sind sie jetzt auch noch unterwegs. Seit 2019, 2020. Ja, genau. Weil der Kollege Ringelstetter jetzt auch noch eine Hymne gemacht hat auf den Club. Also das ist ja auch eine besondere Ehre. Bei denen läuft. Nicht nur das, er hat sich auch noch auf seinen Körper die Konterfeis der Spieler drauf projizieren lassen. Ja, das finde ich eigentlich noch viel besser. Das ist wirklich Glamour pur, der in Niederbayern bis nach Dingolfing schwappt, wo ich mich auch freue als Niederbayer, dass ich sagen kann, hör mir doch das Gedicht an. Ja. So. Niederbayerischer Glamour Award. Der Glamour strahlt weit über Straubing Grenzen. Keiner will sich von Gabi benzen. Ringelstädter Champions League und Erfolg. Das ist den Straubingern seit Monaten hold. Danke, Center. Ja, Sie merken, da war jetzt kein bezahlter Texter am Werk, liebe Zuschauer. Das wollen wir mal ganz kurz mal einwerfen hier zwischendurch. Wir haben aber noch ein paar Awards. Also das ist ja heute der ganz große Sack mit vielen Geschenken. Center hat die Tüte ganz weit aufgemacht. Und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu einem Award, Mikey, wo ich sagen muss, das ist wichtig, auch in der heutigen Zeit, denn es ist der Human Rights Award. Richtig, für konstante Strafauslegung. Ja. Und den wollen wir natürlich dieses Jahr auch vergeben. Und der geht, richtig, an den DL-Disziplinarausschuss. Und deshalb nehmen wir natürlich hier bildlich den Vorsitzenden des DL-Disziplinarausschusses mit rein, Alexander Jäger. Und das Schöne ist, und deshalb doppelter Glückwunsch bei dieser konstanten Regelauslegung, sein Name in dem Fall ist nicht Programm, kann man sagen. Mein persönlicher Disziplinarausschuss ist ja der Krampus. Oh ja. Aber den habe ich heute nicht dabei. Seid ihr brave Jungen. Ja. Human Rights Award für konstante Strafauslegung. In Deutschland gibt es ein Gericht. Doch das schmeckt vielen nicht. Das Strafmaß ist immer 2. Doch dem Alex Jäger ist das einerlei. Ho, ho, ho. Oh, es wird schon gefragt, wo man den Santa buchen kann. Die Leute wollen den Santa buchen und die Vorbereitung auf den Santa ist natürlich auch unglaublich. Hast du dich vorbereitet? Gestern habe ich ungefähr 20 Kolbig super. Und jetzt kommt etwas, worauf ich mich persönlich sehr freue, Santa, denn es ist der Award für die beste Gesangseinzelleistung des Jahres. Und die Einladung zum Eurovision Song Contest ehrenhalber. Und es hätten viele sein können, es hätte Helene Fischer sein können, es hätten die Fischerchöre sein können. Nein, es ist ein Hai. Oh.
Wir gehen einfach schon so weiter, er hat den Contest schon gewonnen, der liebe Kollege. Uwe Krupp. Wer es nicht weiß, ganz kurz nochmal, hier nochmal Bilder dazu. Oh. Wer so emotional mit dabei ist, der bekommt von uns natürlich den Award. Eurovision Song Contest in Klammern Uwe Krupp. Der Uwe ist ein erfahrener Trainer. Doch, dass er auch singen kann, das wusste keiner. Mit Inbrunst, laut und klar, bezirzte er für die Eishockeyschar. Der steht da nicht. Bezirzte er für die Eishockeyschar. Da steht für. Ja, bezirzte er für die Eishockeyschar. Zweifelst du jetzt etwa an den Reimkünsten und den Deutschkünsten von Santa Claus? Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass der Schreiber das so wollte. Also, da ist jetzt da was reingerutscht. Nee, nee, lieber Santa oder Weihnachtsmann, ich glaube das. Ja. Das schau nach. Das wird so stimmen. Ah ja, bezirzte er für die Eishockeyschar, das kann man schon so sagen. Dann geht's weiter und falls ihr noch nicht wisst, was ihr vielleicht über die Feiertage machen wollt, da liebe Eishockey-Fans. Die alten Sendungen an der Eishockey-Show, das ist ja wohl klar. Das ist natürlich der erste Hinweis. Falls ihr dann immer noch Langeweile haben sollt oder wieder Langeweile haben wollt, dann fangt ihr nochmal von vorne an. Dann nochmal bitte Folge 1 bis 6000 hintereinander durch. Das kann man auch im Autoplay sich übrigens einstellen. Da muss man nicht mal dran denken, immer wieder auf Play zu drücken. Das ist relativ einfach. Das hilft übrigens auch bei den Klickzahlen, ne? Ja, einmal immer in einem durch. Und es ist das Beste, wenn du dann an den Feiertagen mal kurzzeitig Pause von der Familie brauchst, schaust einfach alle Folgen an und dann ist eh schon das neue Jahr. Und Wenn du dann immer noch Zeit hast, was schwierig ist bei 24 Stunden am Tag, aber falls dem so sein sollte, dann empfehlen wir eine Soap, ist ja auch sehr beliebt, ja auch bei den eingängigen Portalen und Plattformen. Und den Award für die beste Reality-Soap haben natürlich auch wir von der Eishockey-Show vergeben. Der Award der besten Reality-Soap geht an Sergei Savelyevs. Also man muss wirklich sagen, vom ersten Moment an... Ohne S. Egal. Vom ersten Moment an war das wirklich eine... Es war legendär. Hervorragende Show. Also Krefeld hat sowohl den Printjournalisten als auch allen anderen immer sehr viel Spaß gemacht in dieser Zeit. Es gab viel zu berichten und Sergei Savelyevs war da ganz vorne mit dabei. Und Santa, was hast du denn unserem Preisträger mit auf die Weihnachtsreise zu geben? Beste Reality-Soap. Zu Deutsch. Realitätsseife. Ja. Krefeld Tag und Nacht quasi. Schreibt Armin Holl Wagner. In Krefeld war er ein Tausendsasser. Den Kader baute er wie 100 Wasser. Doch das ganze Treiben war doch sehr wild. Elvis Presley war sein Vorbild. Ja, die tolle Stand. Oh. Love me tender. Der Elvis da ist auch, da habe ich hier ein Ding vorbereitet. Eine Aussage von Elvis Presley. Ein Zitat. I want to entertain people, that's my whole life to my last breath. Okay. Ho, ho, ho. Danke. Wir haben noch was. Ich habe hier noch zwei. Habe ich noch. Reinhard Rode schreibt, die Grefe Pinguine unterhaltsamer als Familie Osborn damals auf MTV. Ja, guck mal da. Aber ich weiß nicht, wie der Osborn da auf diesen Roller gefahren ist, die es jetzt erst gibt, auf diesen Segway-Dingern da. Und so. Dozi. Das ist schon 20 Jahre her. Didn't see it. So, mach mal weiter, oder? Ja. Wenn wir schon bei Innovation waren. Kommen wir doch zum Innovationspreis, oder? Innovationspreis der Eishockey-Show geht an. An die DEL. An die gesamte DEL. Ich habe hier so ein Bild mit einem leeren Tor. Oh. Ich hoffe, das stimmt. Soll ich? Ja, bitte. Darf ich? Nein. Soll ich? Ja. Bitte. Darf ich? Ja. Darf ich? Ja. Soll ich? Ja. Hier, Mikey. Innovationspreis für die DL. Springt der Puck auch noch so doll? Das Ligenbüro findet es toll. Schussgeschwindigkeit, gelaufene Meter und Beschleunigung. Dafür bekommt man Huldigung.
Sehr stark, Center. Also, Glückwunsch an die Penny DL und wirklich interessant übrigens. Bei allem Scherz. Das ist ja alles nur Satire hier. Was da? Ab und zu auch ein bisschen ernst. Man weiß es nicht. Die Mischung macht es ja im Leben bekanntermaßen. Aber es sind schon viele interessante Sachen auch. Ich habe mich noch nicht damit genau beschäftigt, deshalb freue ich mich auf die nächsten Spiele jetzt auch. Man kann unglaublich viel rauslesen aus vielen neuen Daten. Ja. Rund um den Eishockeysport. Absolut. Das lasse ich so stehen. Das lassen wir so stehen. Mikey, was haben wir noch? Es tut nur keiner. Fertig? Ja, mehr habe ich nicht auf meinem Zettel stehen. Da ist aber noch ein Zettel drin. Und ich muss auch schon los. Da sind aber noch Zettel drin. Ich muss jetzt los. Ja, dann bitte. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Danke, fürs Kommen. Ich bekomme gerne. Und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Jahr. Die Show wird es nicht mehr geben, das kann ich dir schon sagen, aber vielleicht sehen wir uns so. Aber du hast noch eine Chance, weil du wirst hier angefragt. Kann man den Center buchen? Also von daher war das jetzt, glaube ich, beruflich eher ein Raketenstart für dich. Sehr gerne. Ja. Immer melden, einfach auf meiner E-Mail-Adresse. TikTok könnt ihr euch auch bei mir melden. Wo ist denn eine Kamera? Über die gängigen Social-Media-Plattformen bin ich erreichbar. Und ja, einfach dem Agenten schreiben. Und vielleicht habe ich Zeit. Alles klar. Manchmal nicht. Oft schon. Danke euch. Liebes Gott, liebe Grüße an deine Weihnachtswichte. Zeta. Sehr schön, sehr schön. So, ein Award wollen wir natürlich trotzdem noch loswerden, ne? Ja. Die Bratwurst des Jahres würde ich loswerden eigentlich am liebsten. Ja, okay, dann lass uns mit der Bratwurst des Jahres weitermachen. Ja. Also nicht, dass die Tür klemmt jetzt. Der ist ein bisschen hängen geblieben, der Center. Das stimmt. Er ist draußen. Ja. Jetzt sind wir los. Hat er jetzt was kaputt gemacht? So, jetzt muss ich kurz... Ist ja schon ein bisschen verwirrter alter Mann mittlerweile, ne? Ob da auch mal vielleicht irgendwie ein neuer ran muss? Wie du über dich sprichst selber, das finde ich beeindruckend. So, die Bratwurst des Jahres wollten wir machen, ne? Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich glaube, ihn kennen viele. Die Bratwurst des Jahres geht an Rick Goldmann. Und wir wissen alle, wieso. Das habe ich natürlich auch noch mal rausgesucht. Ist auch so ein bisschen mein Lieblingsmoment des Jahres, kann man schon sagen. Es war beim Deutschlandcup. Ja. In Krefeld. Und genau hier gibt es dieses Bild jetzt. Und drauf, da, die Wurstsemme. Ja, ich versuche... Also links im Bild, muss man vielleicht kurz erzählen. Rechts Franz Fritz mal in der Mitte, wo man auch meinen könnte, das geht in die Richtung, aber das ist der Sash. Links ist die Bratwurst. Der gerade versucht übrigens ein seriöses Interview mit Franz Fritzmeier zu führen. Ja. Und dann meint natürlich irgend so Wamst, sich irgendwie ins Bild drücken zu müssen. Hast du dich eigentlich angeklickert dabei? Nee, aber ich wollte da eigentlich durch, weil das ist mein Weg da durch. Und ich dachte, ich bin vielleicht nicht im Bild und kann da außenrum durchgehen. Ja. Und als du gemerkt hast, du bist im Bild, hast du einfach weitergemacht. Genau, nee, dann bin ich wieder zurückgezogen. Und damit habt ihr auch mitbekommen. Aber die Wurst wird wieder kalt werden, wenn ich sie nicht esse. Was Rick Goldmann macht, wenn er mal nicht kommentiert. Ja. Das war ja ein anderes Spiel, da war ich nicht einteilt. Das habe ich mir aber angeschaut. Ja. Vorbildlich. Und dann bist du auch noch das Studio gelaufen, hinter meinem Rücken. Ich habe es noch nicht mal gemerkt. Das ist immer. Aber die Kamera hat es aufgefangen. Ich dachte, ich merke es auch nicht. Die Kamera hat es aufgefangen. So, was macht man noch eigentlich? Wir haben noch den Best Ager Award, oder? Und wenn du ihn nicht offiziell hast, ich würde ihn sofort gerne nochmal verteilen. Wer wird denn hier gerade verprügelt? Doch, natürlich habe ich ihn. Und hier kommt er. Natürlich. Natürlich an unseren Gast heute in der Eishockey-Show, Patrick Reimer. Glückwunsch zum Best Ager Award. Und das können wir mit aller Ehrlichkeit sagen, in dem Fall steckt da null Satire drin. Das ist einfach straight and forward. Hut ab. Mit 40 die Performance. Respekt. Zu dem Bart, den er gerade hat, da will ich mal irgendwann hin. Das der Mann aus dem Berg. Das ist mein großes Ziel. Deswegen lasst man es auch so stehen. Hast du noch einen, Mikey? Wir haben noch so ein, zwei. Was wollen wir denn noch? Es geht ja auch oft gute Frage insgesamt für den Inhalt. Rund um Social Media müssen wir, glaube ich, noch jemanden ehren. Das stimmt, ja. Ich habe hier doch, wo ist er denn? Da ist Wo ist er denn? Da ist er schon drin. Auch der war mal ein Nürnberger, aber jetzt ist er Rooster. So, ja, genau. Jetzt spielen wir es ab. Der Social Media Award der Eishockey Show 2022 geht natürlich an Tim Bender. Die lebende Twitter-Legende. Ben's Nasty. Wir haben noch gar nicht gefragt, ob er weiterhin auf Twitter bleibt. Aber, und er hat letztens, es gibt ja auch noch
Glück oder Nachwuchsglück bei ihm. Ja. Das haben wir uns mal angeschaut. Und zwar wird der gute Mann Vater eines. Sohnes. Oh Gott sei Dank! Junge, 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 Junge! Schiss gehabt, ey. Entschuldigung. Ja, die einen legen so aus, die anderen so. Aber ja, er wird Vater eines Sohnes. Natürlich Glückwunsch an ihn und seine Frau. Ich glaube, Frau, ja. Ja, ich kann übrigens durchaus sagen, dass vermutlich jetzt noch mehr genialer Content von Tim Bender kommen wird, weil diese, wie soll ich sagen, Lebensprobe birgt natürlich auch sehr viele Geschichten. Für Twitter und so weiter. Ja, klar. Ist mit, ja, klar. Ich weiß, wo du hin bist. Das erste Mal Papa, also da hast du ja genügend neue Infos so rund um das Leben. Das wird noch ein Highlight, bestimmt. Also, Tim, wir freuen uns auf weiteren Social-Media-Input. Ja. Der Titel ist natürlich zu verteidigen. Wie sagt man? Du bist immer nur so gut wie dein nächster Titel. Das gilt für alle. Also sofort weitermachen. Ja, ist doch so. Ja. Ja, das machen die Guten. Nicht zu lange irgendwie rumsulzen im Erfolg. Mhm. Ja, sulzen sondern, vor allem. Ja, direkt weiter. Ja, so heißt es nämlich. Rumsulzen. Deshalb habe ich auch nach der Fußball-WM gesagt, sofort weitermachen hier. Heute Eishockey-Show, WM. Dann frage ich mich natürlich schon, warum du nicht abliefern möchtest. Warum du nur deinen Körper hier reinschwemmst. Was haben wir denn noch? Haben wir noch einen? Nee. Das waren alle Awards, oder? Ja, ich glaube schon. Sehr gut. Haben wir alle? Ja, da fällt dir noch einer ein, Rick. Nö. Ich möchte die Kollegen ehren, die im Hintergrund bei uns sind, die heute Wichtelgeschenke gemacht haben, die sonst arbeiten, also nicht nur in der Eishockey-Show, sondern die auch sonst eigentlich für uns extrem viel machen, auch in der Vorbereitung für die ganzen Konferenzen, für die Einzelspiele, nicht nur statistisch, sondern auch vom Inhalt. Die uns eigentlich die Karriere retten bislang, ja. Mhm. Ja, oder dir es geht. Karriere würde ich davon nicht sprechen bei dir. Gut, ist jetzt hochgegriffen, aber du brauchst aber ja auch ein Geld. Mir fiel keine andere Vokabel ein, muss man auch ehrlich sein. Da sind ganz viele da, mit denen wir uns wirklich gut verstehen, die man aber eigentlich nicht sieht. Ja. Deswegen ist es auch mal schön, die nicht namentlich jetzt zu nennen, aber einfach mal zu sagen, dass die da sind. Und dass wir es wohl wissen, das zu schätzen, was sie für uns machen. Das ist richtig. Danke dafür. Und dann sind wir auch eigentlich schon durch. Schon nach schlanken zwei Stunden. Wir haben wieder genau auf zwei Stunden. Es ist jetzt genau zwei Stunden. Oh, hier, guck mal. Kommt noch ein Award von Tom, der sagt, der Sidekick Award 2022. Und das ist richtig. Danke, Tom. Du bist part of the show mit dieser kreativen Idee. Der Sidekick Award geht natürlich an Magic Mike. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Best Polo-Shirt, schreibt Rainer im Magenta Universe, Mike Meyer. Und das Schöne ist, dieses Polo-Shirt sehen wir inzwischen auch in der Konferenz, weil auch da bist du ja inzwischen nicht nur irgendwer, sondern du sagst uns, was wir tun müssen. Ich sage mal so, ich versuche es. Also ich sage, was man jetzt machen könnte und nach fünf Minuten sage ich, das machen wir jetzt nicht mehr, weil wir haben keine Zeit mehr. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Aber deswegen kann ich auch nur sagen, es macht großen Spaß, auch hier dabei zu sein. Ja. Und vielen Dank für diesen Award. Den werde ich natürlich versuchen zu verteidigen, wenn mich die anderen drei lassen. Ja, ja, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Ja, das Problem ist, dass Goldi und ich ja dann, wie sagt man, die Jahresendgespräche demnächst haben und dann auch Gehaltsverhandlungen führen werden. Und es wird dazu führen, Maike, dass wir irgendeinen Job dann auch etwas wegrationalisieren müssen, oder? Ist dir das bei dir auch, ist bei dir auch so? Oder halt doppelt oder? Besetzen, so wie ich hier drücke und hier mache und dann noch draußen Santa reinhole. Aber was wir nicht vergeben haben heute, ist das Dump and Chase-Abo mit der Redaktionssitzung. Und ich kann euch eines sagen, so eine Redaktionssitzung, ihr könnt es auch von mir gewinnen. Geht einfach in meine Redaktionssitzung rein und macht meinen Inhalt, weil dann kann ich mir das eigentlich sparen. Ja. Aber ich kann es leider nicht beruflich und vertraglich, darf ich es nicht versteigern, deswegen müssen wir bei Dump und Chase bleiben. So, und jetzt dürft ihr das aussuchen, wer das Ganze bekommen soll. Und es ist wirklich ein cooles Magazin. Magst du mal schauen, was auf der Nummer kommt? Coole, hochwertige ich schau mal, ja. Ich muss ja zugeben, also weil jetzt habe ich, nachdem ich vorhin ja nicht erkannt habe, was es ist. Die Leute fragen, ob das Deutschland-Trikot rausgeben wird. Nein, nur Straubing und Dump and Chase. Das muss ich jetzt mal kurz sagen. Dieses Deutschland-Trikot ist aus meinem eigenen Sammelsurium und Fundus. Das habe ich von einem netten Kollegen vor ein paar Jahren mal geschenkt bekommen. Mhm. Der ist nicht hier anwesend, aber
vielen Dank nochmal dafür, Blocki, um ihn namentlich zu nennen. Und das ist tatsächlich etwas älter schon. Mhm. Das ist ein paar Jahre alt. Hier kann man zum Beispiel sogar noch erkennen, das ist, müsste die Unterschrift vom Kollegen Zach sogar noch sein. Oh, cool. Deswegen muss ich leider sagen, das ist nicht zu verschenken, zu versteigern oder sonst was. Da ist der Cut an Klaus drauf. Mit. Da, ja. Hängt Erinnerung dran. Aber Abstreiter das mit 27, das könnte so 2000, 2001, 2002, 2003 gewesen sein. Cool. Ja, deswegen. Um zurückzukommen, aber wer dieses Dump and Chase Magazin kriegt, weil jetzt kam endlich auch mal das Bild in voller Blüte, und zwar das Logo der Colorado Avalanche. Und da muss ich wirklich zugeben, das ist Kreativität. Ich habe es vorhin anhand der zwei anderen Bilder nicht erkannt. Du hast nicht verstanden. Du hast die Kunst nicht verstanden. Das stimmt, ja. Ich bin einfach kein Künstler. Ja. Also persönlich für mich ist das schon. Da geht's hin an Anita! Weit vorne. Anita hat es gemacht. Weil das ist kreativ und du musst ja auch Kreativität haben, um bei einem Magazin mitmachen zu können. Das stimmt. Da bist du dabei. So. Und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, dass das ein Bild in der Dump and Chase wird. Ne? Das muss dann Anita bei der Redaktionssitzung klipp und klar sagen. Ja, das muss da rein. Von mir aus über 5 Seiten. Ansonsten. Shepherds. Na, es gibt ja auch hier vorne immer. Ist nicht jetzt lustig, aber war für mich nicht so lustig. Es gibt auch hier immer vorne so kleine Geschichten rund um Logos und also weitere. Chef, kannst du ja vielleicht nachher noch anschauen. Kuttenkult zum Beispiel, ne? Und in solche. Was Kutten? Achso, Kutten. Ja, alles, was so ein bisschen kultig ist, und das ist auf jeden Fall kreativ, muss ich sagen. Hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun. Ich glaube, das kriegen die Jungs von Dump and Chase verdammt gut eingeordnet. Also Glückwunsch, Anita, ein Abo und viel Spaß bei. Der Redaktionssitzung. Anita. Jetzt, wo die Sendung aufhört, kommt der Maike in Fahrt. Ja. Was wünscht ihr euch fürs neue Jahr? So können wir jetzt nicht zumachen nach 2 Stunden. Was wünscht ihr euch fürs neue Jahr? Gibt's irgendwas? Geht man so ganz. Ich würde jetzt, weil das ist ja das Perfekte, um rauszugehen, sollen wir noch kurz sagen, was hier in nächster Zeit auf Magenta Sport eigentlich ist? Ja, das kommt sowieso noch. Aber das kommt noch. Alles gut, mach mal. Nee, es kommt einiges. Das geht mir bekannt. Bis unsere Zuschauer sagen, was sie sich erhoffen. Mhm. Es ist ja Eishockey pur bis zum 8.1., würde, glaube ich, der Profi jetzt sagen. Ja. Wir haben die DEL, wir haben die U20-WM. Live und kostenlos. So sieht's aus. Genau, also ich habe hier stehen, und das ist dann schon besonders, 85 Events vom 20.12., das müsste morgen sein, der Dienstag, während wir jetzt gerade hier senden und aufzeichnen, bis zum 8. Januar sind es 85 Eishockeyspiele. Weil es eigentlich quasi durchgehend englische Wochen in der DL gibt. Dazu kommen noch die U20-Spiele on top. Das geht bis zum Finale. Und natürlich alle deutschen Spiele, was natürlich geil ist, weil da sind die Stars von morgen mit dabei. Mhm. Die Stars von morgen. Und 7 Konferenzen sind es. Die Eishockey-Show gibt es am 9.1. wieder, wie ich gerade hier lese. Schöne Info auch für meinen Terminkalender. Dann würde ich mir freihalten, falls Rick Goldmann mich lässt. Und am 2. Januar steht ja auch noch 7 Spiele plus Konferenz und dann auch noch die Viertelfinals von der U20-WM in dieser Konferenz drin. Ist das crazy? Das ist Wahnsinn. Ja, das geht Wahnsinn. Im Anschluss quasi weiter. Da gibt es einen Tag, glaube ich, da ist durchgängig Eishockey. Ja. Da stehst du in der Früh auf, ist Eishockey, ist abends, das Bett ist Eishockey. Du weißt gar nicht, wie viel Uhr das ist, aber das ist eh für die Feiertage gut. Da habe ich ja mal. Du denkst, es ist Groundhog Day, aber es ist Magenta Sport Live. Da hatte mal der Tim Melzer hat einen Ausdruck für die Feiertage. Ja, ich glaube, die hat er selbst kreiert. Ein Schmiersuff hat er den genannt. Also wenn du von den Feiertagen quasi vom Suff in Suff gehst, hat er den mal genannt. Okay. Und da passt doch gut, wenn in der Früh Eishockey losgeht und ausgeht. Ich bin leider nicht da, ich bin weg, aber ich schaue mir das auch aus dem Ausland an. Das passt gut mit der Zeitverschiebung. Verstehe. Gut, 2 Outdoor-Spiele kommen auch noch, hast du gesagt. 22.12. Das auch noch als Hinweis. Wer da nochmal Lust hat oder vielleicht auch das Wintergame verpasst hat, kriegt das natürlich dann trotzdem aus dem Stadion in Köln. 22. Dezember, kurz vor Weihnachten. Und am 8. Januar spielt der Hai nochmal Outdoor. Sind die Stadium Series abgeschlossen. Ja, Stadium Series. Was wünschst du denn jetzt? Abgesehen davon, war gerade übrigens Hannover hatte gegen die Indians, bevor 35.000 stimmt. Leute, ja. Auch kein Spiel, wollen wir auch nicht unter den Teppich kehren. Nee. Das ist richtig. War auch ein Riesen-Event. Hut ab vor diesem Event übrigens, der, glaube ich, vor ein paar Tagen war. Am Wochenende war er natürlich. Mein das Gott. Stimmt, ja. Heute ist Montag, so schwer ist das auch nicht. Jetzt haben wir ja gefragt, was... So, was wünscht ihr euch fürs neue Jahr? Genau, so hier Reinhard Rode schreibt, mehr Experten bei den Eishockey-Übertragungen und weniger Fußballmoderatoren. Okay, ich bin raus, ja. Weißt du jetzt nicht,
ist jetzt schon ein harter Seitenhieb, finde ich. Ja, aber ich verstehe. Armin wünscht sich ein Eishockey-Talk à la Doppelpass. Na, was machen wir denn hier eigentlich? Naja, das ist eine andere Geschichte. Aber ja, das ist bislang so, was alles kommt. Und wir müssen die Umfrage natürlich noch auflösen. Ja, da schauen da wir wollen wir natürlich reinschauen, weil es interessiert uns natürlich. Ich weiß gar nicht, was die Umfrage war. Na gut, natürlich, das ist ja auch jetzt um diese Uhrzeit nicht mehr ganz entscheidend, aber wir gucken mal rein, wenn Maike uns was sagt, was war euer Eishockey-Highlight? 19 sagen etwas anderes. Ja. Für 7 war es der Aufstieg der Löwen, Frankfurt. Mhm. Für eine Person war es Riley Sheen, na, immerhin. Das war für Riley selbst das Highlight. Hallo Riley. Oder Grüße. Auch die Meisterschaft der Eisbären Berlin. Aber ja, gab es buntes Potpourri an Highlights. So ist es. So wie diese Show auch ist. Genau. Und dann schließen wir diese Eishockey-Show mit der letzten Frage an dich, Mike. Was wünschst du dir für die besinnlichen Tage rund um das Weihnachtsfest und natürlich dann auch vielleicht für das kommende Jahr? Weil ich weiß nicht, ob wir uns bis dahin sehen und deshalb wäre es mir einfach persönlich sehr wichtig, dass ich das mache. Du siehst ihn am Freitag, weil er ist ja der Chef in der Konferenz. Machst du die Konferenz oder was? Dann frage ich dich da, dann frage ich den Goldi jetzt. Ach, den sehe ich auch. Den siehst du auch. Ja. Wir machen eine Weihnachtskonferenz, die sich sehen lassen kann. Wir sind ein Team, oder was? Ja. Teamwork makes the dream work, baby! Ja. Ja. Also ich sag mal so, um zurückzukommen, ich bin froh, wenn dann mal ich frei habe. Das ist dann mal. Das ist das. Das ist tatsächlich so. Ich wünsche mir auch ein bisschen eine ruhige Zeit. Ich wünsche allen da draußen auch eine wunderschöne, ruhige Zeit. Ich hoffe, ihr schaut rein bei Eishockey bei Magenta. Mhm. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns gemeinsam wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Wir sagen auf jeden Fall danke, dass ihr zugeschaut habt, mitgemacht habt. Das trägt diese Show, das ist Sinn des Programms. Und dementsprechend danke dafür, dass ihr das annehmt. Uns macht es famos viel Spaß. Und wir kommen zurück mit jeder Menge guter Laune. Ich habe gerade gehört, am 23. in der Konferenz. Aber ansonsten mit dieser feinen Show am 9. Januar spätestens. Dementsprechend macht's gut, wenn wir uns nicht sehen oder hören. Frohe Weihnachten auch von unserem Santa Claus und vom gesamten Eishockey-Team hier bei Magenta Sport. So sieht's aus. Frohe Weihnachten. Ciao. Ciao. Jetzt kommen noch die Top 10, wie immer wichtig. Natürlich. Love it. Jetzt geht die Choreo los. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Das ist der würdige Rahmen für dieses 237. Rheinische Derby. Alles natürlich hier anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kölner Haie. Jetzt aber Uvira. Körpertäuschung. Uvira! Sebastian Uvira! Mit einem feinen Move, einer feinen Bewegung, einem feinen Schuss. Gleich die erste gute Möglichkeit und die Führung für den KNC. Blitzstart, Maxi Kamera, 12 Sekunden gespielt. Kamera trocken mit der Rückhand. Fast Wolfsburg dazwischen. Oh, und jetzt super gespielt. Viel Raum in der Mitte und die Abschlussmöglichkeit. Oh, super und Tor von Ranulic. Lässt er sich nicht nehmen. Wir genießen nochmal. Aber super gespielt in einer neutralen Zone, gar nicht. Nur kurz tropfen lassen und er macht natürlich eine Riesenbewegung auch da und verliert Strahlmeier. Stark. Weil sie auch spüren, die Mannschaft braucht weiter die Unterstützung. Ist vielleicht jetzt auch wieder am Drücker mit Taylor Lear. Lear macht selber und macht das Tor. Geile Bude, kannst du nicht anders sagen. Taylor Lear, Saisontor Nummer 13. Jeffrey Archibald, hervorragend gespielt. Der weiß einfach, dass da am langen Pfosten Trevor Mingoya wartet auf die Hereingabe. Da ist er drin. So, hier sehen wir den Moment mit Speed. Stretch. Setzt sich da gut durch. Siemens kommt nicht ran. Der war noch nicht drin, der schon. Von Philipp Kogula, immer noch Kogula, Kogula! 1-1! Philipp Kogula, der da den Pass bekommt und da geht er an die Scheibe dran und dann lässt er sich da nicht mehr von trennen. Und dann mit der Rückhand an Weizmann vorbei.
Der Pass auf Hager. Boah! Ja, irre! Was ist denn mit dem Typen Hager bitte los? Macht er einen auf Zocki-Mocki und haut hier das 2-1 rein. Platz da für Augsburg. Und das Tor! Was für ein Traumtor von Ryan Kachner. Junge, Junge, was für eine Nummer. Hier nimmt er die Scheibe auf in der eigenen Blauen. Und dann gegen vier Eisbären. Fanghandseite oben in den Giebel rein.